Es ist vielleicht weder der größte noch aktivste Vulkan der Welt, aber wohl der bekannteste und gefährlichste. Über 1 Million Menschen leben in Neapel. Sie essen, schlafen und wachen im Schatten des Vesuv. Nur ein hochtechnologisches Frühwarnsystem und der detaillierteste Evakuierungsplan, der je für eine Naturkatastrophe dieses Ausmaßes entwickelt wurde, geben den Menschen, die in der roten Zone des Vesuv leben, die Chance, einen Ausbruch zu überleben. Eines langen Tages steigt ein Team der Bergwacht in den Krater des gefährlichsten Vulkans der Welt hinab. Seine Aufgabe ist es, die zahlreichen Instrumente zu prüfen, die den Vesuv kontrollieren, und Gasproben aus dem Kraterinneren zu nehmen. Die Männer sind für den Zivilschutz im Einsatz, der in Italien für den Katastrophenschutz zuständig ist. Hier befinden sie sich in direktem Kontakt mit dem schlafenden Monster, dessen Erwachen längst überfällig ist. Der Gipfel des berühmtesten Vulkans der Welt ist nur 1900 Meter hoch. Obwohl der Vesuv weder der höchste noch der aktivste Vulkan der Erde ist, gilt er als der gefährlichste. Er ist der einzige Vulkan, der innerhalb der letzten 100 Jahre auf dem europäischen Festland ausgebrochen ist. An seinem Fuß wohnen über 1 Million Menschen. Die Hälfte davon an seinen Hängen, in einem willkürlichen Labyrinth aus dicht gebauten Vierteln, die zum Teil nur 2 Kilometer vom Gipfel entfernt sind. Wer im Schatten des Vesuv wohnt, lebt mit dem Wissen, dass jederzeit ein Aufruf zur sofortigen Evakuierung erfolgen könnte, bei dem man alles zurücklassen und die Gefahrenzone umgehend verlassen muss. Die einzige Überlebenschance der Einwohner ist das Frühwarnsystem, mit dessen Hilfe der rastlose Vulkan überwacht wird. Egal, wie gut Sie den Vulkan beobachten, die meisten von uns Neapolitanern glauben nicht daran, dass wir 72 Stunden vorher gewarnt werden. Am wichtigsten ist, dass der Bevölkerung immer wieder bewusst gemacht wird, dass sie jederzeit auf eine Evakuierung vorbereitet sein muss. Als Feuerwehr von Neapel werden wir im Falle eines Vulkanausbruchs täglich bei Such- und Rettungsaktionen im Einsatz sein. Zudem werden unsere Einsatzkräfte den Zivilschutz bei speziellen Operationen unterstützen. Als dieser Vulkan vor 2000 Jahren ausbrach, hat er die beiden antiken Städte Pompeji und Herkulaneum unter einer Wolke aus glühender Asche und Strömen von flüssigem Gestein begraben. Schätzungen gehen davon aus, dass 16.000 Menschen bei dem Ausbruch ums Leben kamen. Es könnte wieder passieren, und zwar sehr bald. Dabei würden ganze Teile von Neapel vernichtet werden. Die Entwicklung eines Evakuierungsplans für eine derartige Katastrophe ist die lebenslange Mission dieses Mannes. Agnello Di Nardo ist leitender Berater des Zivilschutzes in der Region Kampanien. Er ist für die Ausarbeitung und Aktualisierung des Plans zur Evakuierung der Gefahrenzone um den Vesuv verantwortlich. Er besucht häufig das Vulkanobservatorium, das im 19. Jahrhundert unter dem Gipfel des Vesuv errichtet wurde. Damals war es das weltweit erste seiner Art. Hier wurden zum ersten Mal Seismographen eingerichtet, um eventuelle Veränderungen des Berges zu beobachten, die ein klarer Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch sein könnten. Für den Fall, dass der Vesuv ausbricht, haben wir einen Evakuierungsplan ausgearbeitet, den wir mit dem Nationalen Zivilschutz und anderen relevanten Institutionen, die im Falle einer Evakuierung eine Rolle spielen, detailliert besprechen und regelmäßig aktualisieren. In der Gemeinde Ottaviano am östlichen Hang des Vesuv leben 23.000 Einwohner.
Ein navigatorischer Albtraum sind die vielen schmalen Gassen zwischen den alten Gebäuden. Besonders im Falle eines Notstands. Wir sind mit dem Wissen um diese Gefahr aufgewachsen. Das ist wie bei Amerikanern und Australiern, die im Ozean schwimmen und wissen, dass es dort Haie gibt. Die sind auch mit dieser Gefahr aufgewachsen. Sie sind daran gewöhnt. Genauso sind wir es gewöhnt, mit der Gefahr des Vulkans zu leben. Als wir die engen Gassen verlassen, eröffnet sich uns eine spektakuläre Sicht auf den Vesuv. Dann erreichen wir das nahegelegene Chalet Valle Verde. Die Berghütte hat nur in den Sommermonaten geöffnet, wenn die Bewohner der heißen, chaotischen Viertel hierher kommen, um kühle Abende im Schatten des Vesuv zu verbringen. Die Bar gehört den Brüdern Mimmo und Agnello Giuliano. Sie lieben das Leben am Hang des Vulkans. Manchmal stelle ich mir die Geister unserer Vorfahren vor, die in Pompeji unter dieser ganzen Lava begraben wurden. Wir wissen davon, klar. Aber letztendlich ist das nichts, worüber wir nachdenken. Wenn es passiert, sehen wir weiter. Dann improvisieren wir. Nein, der Vesuv macht mir keine Angst. Klar ist er aktiv. Aber das macht mir überhaupt keine Sorgen. Doch, mir schon. Die wunderschöne Umgebung der Berghütte präsentiert die Gaben des Vulkans. Seine fruchtbare Erde ermöglicht eine opulente Vegetation. Die kleine Gemeinde, in der Agnello arbeitet, schmiegt sich an die Ostflanke des Vulkans. Die Bewohner von Ottaviano haben sich an die tägliche Gefahr, die der Vulkan darstellt, gewöhnt. Die älteren Leute, die sich stärker mit dem Ort verbunden fühlen, würden wahrscheinlich hier bleiben. Ja, in ihren Häusern. Die Jüngeren würden versuchen zu fliehen. Wahrscheinlich würden wir an einen Ort in der Nähe evakuiert werden, in dem man sicher ist. Es wäre schwierig, mit dem Auto aus der Stadt rauszukommen. Deshalb sagen die meisten, dass man mit dem Fahrrad oder einem Scooter fahren sollte. Genau darum geht es beim Zivilschutz. Es gilt nicht nur, im Falle eines Notstands zu reagieren, sondern auch, Katastrophen vorherzusehen und sie zu vermeiden. Die zahlreichen Sensoren, die sich am Vesuv befinden, sind in Echtzeit mit dem Vesuv-Observatorium verbunden, das dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie untersteht und von Giuseppe De Natale geleitet wird. Der Vesuv gehört zusammen mit den Phlegräischen Feldern und Ischia zu den am stärksten beobachteten vulkanischen Gegenden der Welt. Wir nutzen hochmoderne Technologien. Unterschiedliche Sensoren überwachen die drei wichtigsten Phänomene, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen. Das erste Indiz ist seismische Aktivität. Ein weiterer Hinweis ist das Anschwellen der Erde. Zum dritten Indiz wurde über die letzten Jahrzehnte viel geforscht. Es handelt sich um abnormale geochemische Oberflächenemissionen. Heute können wir sie anhand der entwickelten Modelle sehr gut interpretieren. Sie sind echte Vorboten. Insbesondere die Emissionen aus den Gasschloten. Als sich die Nacht über den Vesuv legt, wirkt die Vorstellung, Ottaviano oder eine der anderen dicht besiedelten Gemeinden fluchtartig über die engen Gassen verlassen zu müssen, katastrophal. Doch dieser Vulkan ist schon zu lange ruhig gewesen. Ein erneuter Ausbruch ist längst überfällig. Von der anderen Seite der Bucht wird die schiere Größe dieses Vulkans offensichtlich. Er ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Doch nur wenige kennen seinen Nationalpark, der sich zum größten Teil über die Gegend von Ottaviano erstreckt. Eine wunderschöne römische Villa, die am Hang des Vesuv dem Verfall preisgegeben war, wird nun restauriert und für Besucher zugänglich gemacht.
der die lange und heiße Bergwanderung entlang uralter Lavaablagerungen und üppiger Vegetation unternimmt, wird am Gipfel mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Der Vesuv zieht zwar Touristen an, aber es ist ein spontaner Tourismus. Es wird hier kaum dafür geworben und es fehlt die Infrastruktur, die ein solches Gebiet benötigt. Ich spreche speziell von Ottaviano, das 40-50% der Vesuv-Landschaft abdeckt. Es gibt hier nichts für Besucher von außerhalb. Es gibt kein Informationszentrum, in dem man sehen kann, welche Pflanzen einen hier erwarten. Die üblichen Dinge. All das gibt es hier nicht. Vom Vesuv aus sieht man die berühmten Inseln Capri und Ischia, die an der Spitze des Golfs von Neapel liegen. Neapel selbst zählt ganze 1,3 Millionen Einwohner, die alle im Schatten des gefährlichsten Vulkans der Welt leben. Neapel weitet sich vom Vesuv in nordwestlicher Richtung aus, während sich die Vorstädte Torre del Greco, Ercolano und Pompeji gen Süden erstreckten. Was den Vesuv so gefährlich macht, ist seine Lage in dieser dicht besiedelten Region. Der Vesuv ist Teil der Vulkankette Kampaniens. Er besteht aus einem großen Kegel und einem zentralen Einsturzkrater, genannt Caldera. Die meisten Anwohner gehen davon aus, dass ein erneuter Ausbruch in ferner Zukunft liegt. Dabei könnte er die unter sich liegenden Gegenden weitgehend vernichten und unter einem pyroklastischen Strom aus glühender Asche und geschmolzenem Gestein begraben. Der nationale Zivilschutz hat einen Notfallplan für Vulkanausbrüche aufgestellt, der 4 Alarmstufen umfasst. Die erste ist die sogenannte grüne Phase, die den schlafenden Vulkan bezeichnet. Wenn sich in einem der Parameter eine Anomalie zeigt, wird Alarmstufe 2 ausgerufen, die sogenannte gelbe Phase. Wenn sich die Anomalitäten fortsetzen und stärker werden, gehen wir in die Alarmstufe 3 über, Phase Orange. Und wenn wir hier eine weitere Steigerung feststellen, wird die Alarmstufe Rot ausgerufen. In diesem Fall muss dann die rote Zone um den Vulkan innerhalb von 3 Tagen komplett evakuiert werden. Es ist unmöglich vorherzusagen, wann und wie dieser Vulkan ausbrechen wird. Statistisch gesehen ist der Vesuv allerdings längst überfällig. Die örtlichen Behörden haben vergangene Eruptionen analysiert, um zu prognostizieren, wie der nächste Ausbruch aussehen könnte. Der letzte Ausbruch fand im März 1944 statt. Es war eine relativ milde Eruption. Die Plinianische Säule hat in der explosiven Phase eine Höhe von etwa 3000 Metern erreicht. Da die Winde in dieser Höhe meistens in östliche Richtung ziehen, fallen bei diesen leichteren Eruptionen Asche und Bimsstein nicht auf Neapel. 2 Kontinentalplatten treffen entlang Italiens Küste aufeinander. Daraus resultiert eine Bruchlinie, die sich über die Länge der Halbinsel zieht. Im zentralen Mittelmeerraum kollidieren die anatolische, eurasische und afrikanische Kontinentalplatte miteinander, wodurch Risse und Brüche in der Erdkruste entstehen. Der Vesuv ist ein Schichtvulkan mit einem zentralen Hauptschlot, welcher die Spitze des Kegels mit dem Magma unterhalb des Berges verbindet. Der Vesuv ist ein klassischer Schichtvulkan. Er hat sich aus dem Auswurfmaterial früherer Ausbrüche aufgebaut, welches sich an den Flanken abgelagert hat. Wie die meisten Vulkane seiner Art besitzt er einen Hauptkrater, in dem die Eruptionen mehrheitlich auftreten. Heute sind weltweit Vulkanbeobachter im Einsatz, die mehrere Stunden, wenn nicht sogar mehrere Tage vorher warnen können, wenn sich ein Ausbruch ankündigt. Über die Jahre wurden hochsensible Sensoren entwickelt, die eine möglichst frühe Warnung ermöglichen.
Wir besitzen sehr fortschrittliche Systeme, mit denen Erdbeben, Bodendeformationen und geochemische Abweichungen bei den Oberflächenemissionen sofort registriert werden können. Wenn das der Fall ist, wird der Zivilschutz umgehend von uns benachrichtigt. Ein Ausbruch des Vesuv würde einen nationalen Notstand bedeuten. Auch die ansässigen Neapolitaner bereiten sich darauf vor. Der erste Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch sind Erdbeben. Und wenn die Erde unter Neapel zu zittern beginnt, könnten viele seiner fragilen Gebäude einstürzen. Die Feuerwehr von Neapel besitzt ein spezielles Team von Einsatzkräften, die auf urbane Such- und Rettungsaktionen spezialisiert sind. Sie können im Moment des Alarms umgehend ausrücken. Das Team gehört zu den besten in Europa. Es wird etliche Male im Jahr gerufen. Heute absolviert die Truppe eine Trainingseinheit. Ihr Leiter ist Francesco De Martino, einer der Helden der Stadt. Als Team für urbane Such- und Rettungsaktionen befinden wir uns permanent in der Vorbereitungsphase. Derartige Notfälle erfordern ein intensives Training. Wir sind für Rettungen aus Höhlen und Flüssen ausgebildet, zudem in der Alpinrettung. Außerdem müssen wir uns mit der Stabilisierung von Gebäuden auskennen und so weiter. Um unsere Besatzung darauf vorzubereiten, fahren wir zu einem Übungsplatz, an dem das Team spezielle Techniken trainieren kann. Die Feuerwehr hat nicht nur die Aufgabe, Menschen aus Häusern zu retten, sondern auch die Stabilität der Gebäude zu gewährleisten. Im Gebiet von Neapel gibt es viele Faktoren, die Häuser zum Einsturz bringen können. Ich war vor Ort, als 5 Gebäude eingestürzt sind. Die Gebäudesituation ist in Neapel sehr problematisch. Zum Glück konnten wir alle Häuser noch rechtzeitig evakuieren. Und dann sind sie eingestürzt. Viele Faktoren können zum Einsturz von Gebäuden führen. Von Erdfall über Erdbeben bis zu Untergrundwasser in dem Tunnellabyrinth, das unter der Stadt verläuft. Hier wurde über die letzten Jahrtausende sehr viel Gestein für den Häuserbau abgetragen. Zurück blieben riesige Hohlräume unter der Stadt. Wir haben einen komplexen Job, der nie aufhört. Wir sind immer im Einsatz. Aber genau das gefällt mir an unserer Arbeit. Beim Such- und Rettungsteam geht es immer um die Praxis, um die Einsätze. Deshalb fahren wir heute zu diesem Übungsplatz. Unsere Arbeit hat auch einen sehr befriedigenden Aspekt, weil man etwas Positives tut. Francesco Di Martino war an den Schauplätzen aller großen Erdbebenkatastrophen in Italien im Einsatz. Vom Erdbeben in Umbrien, das die Basilika des heiligen Franziskus in Assisi zerstörte, über das Erdbeben von L'Aquila 2009 bis zum Erdbeben in Emilia-Romagna 2012. Er ist auf Such- und Rettungsaktionen in städtischen Gebieten spezialisiert. Dazu gehört auch, Gebäude vor dem Einstürzen zu bewahren. Heute trainiert das Team auf einem Übungsareal, das mit Schutt und Tunneln eingestürzte Gebäude nach einem der Erdbeben simuliert, die im Falle eines Vulkanausbruchs auftreten würden. Der Kommandeur der Feuerwehr von Neapel ist vor Ort, um seine Mannschaft beim Training zu beobachten.
Unsere Arbeit basiert auf dem Kaderprinzip. Ein Basisteam besteht aus 5 Feuerwehrleuten, dem Teamleiter, dem Fahrer und 3 Rettungsleuten. Diese Menschen gehen ganz und gar in ihrer Arbeit auf. Und zwar nicht nur, wenn sie im Einsatz sind. Unsere Arbeit hört nicht auf, wenn wir am Ende des Tages nach Hause gehen. Die Teams werden auch oft gerufen, wenn sie gar nicht im Dienst sind. Als Erste kommen die Hunde zur Unglücksstelle. Ihr Trainer ist Giuseppe Bove. Ein belgischer Schäferhund und ein deutscher Schäferhund rennen los, um nach verschütteten Personen zu suchen. Wenn sie anschlagen, liegt dort mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo unter dem Schutt ein Mensch begraben. Er hat was gefunden. Um sicher zu gehen, wird ein zweiter Hund losgeschickt, der bestätigen soll, dass sich dort ein Mensch befindet. Er hat's bestätigt. Nach getaner Pflicht werden sie von Giuseppe Bove mit Leckerlis oder Spielen belohnt. Die Hundeführer haben meist ein sehr enges Verhältnis zu ihren Hunden, die mit ihnen Unfallopfer aus dramatischen Situationen retten. Nachdem die Hunde die verschüttete Person aufgespürt haben, macht sich das Team mit dem akustischen Körperschallmelder an die Arbeit. Sie legen Akustik- und Vibrationssensoren kreisförmig um die Stelle, an der die Hunde angeschlagen haben. Bei diesen Sensoren fungiert das eingestürzte Gebäude wie ein Mikrofon, das die kleinsten Geräusche verstärkt. Ein weiteres Team kommt dazu. Es soll mit Hilfe einer Sonde die genaue Position des Opfers orten und wenn möglich mit ihm Kontakt aufnehmen. Nun baut die Mannschaft ein mobiles Dreibein auf, um Rettungsleute in das enge Loch hinabzulassen. Es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, da der Verschüttete dringend Hilfe benötigt. Meist kann er seine Glieder nicht mehr bewegen oder er steckt fest. Als Erstes wird ein Rettungssanitäter zu dem Verletzten hinuntergelassen. Im Falle eines Vulkanausbruchs bräuchte das Opfer dringend Sauerstoff. Der Sanitäter, der hinabgelassen wurde, ist ein ausgebildeter Höhlen- und Bergretter. Er hat sowohl Sauerstoff für das Opfer dabei, als auch für sich selbst, falls er selber Atemprobleme bekommen sollte. Wir konnten mit ihm sprechen. Er ist bei Bewusstsein, kann sich aber nicht bewegen. Nach dem Sanitäter wird ein Retter hinuntergelassen. Sobald sie das Opfer erreicht haben, müssen sie die Person von allen Hindernissen befreien und auf der Bahre stabilisieren. Die Retter sind direkt mit dem Einsatzleiter an der Oberfläche verbunden. Lass die Hüllentrage runter. Verstanden. Wir schicken die Trage runter. Habt ihr ihn schon stabilisiert mit der Halsmanschette? Gut, wir lassen die Trage runter. Bei diesen Einsätzen geht es um jede Sekunde. Schließlich kann das Opfer aus dem Loch gezogen werden.
Das ist der zufriedene Glücksmoment, in dem man das Opfer gerettet hat. Auch wenn es in diesem Fall nur eine Übung mit einem Kollegen war, spürt man, was für eine Genugtuung es sein kann, ein Leben zu retten. Wir haben vor einigen Jahren ein 10-jähriges Mädchen gerettet. Sie ist heute wie eine Tochter für mich. Ich war unter den Männern, die sie gerettet haben. Wir haben damals perfekt als Team zusammengearbeitet. Aber die eigentliche Heldin war das Mädchen. Wir sind keine Helden. Dann wird der Verletzte zum Krankenwagen getragen, um dort behandelt zu werden. Damit ist die Rettungsübung für die Mannschaft abgeschlossen. Das regelmäßige Training ist essentiell, um im Ernstfall eines Vulkanausbruchs vorbereitet zu sein. Wir unterstützen den Zivilschutz, wenn die Alarmstufe Rot ausgerufen wird und die Evakuierung beginnt. Vor allem aber wird es im Falle eines Ausbruchs zu Erdbeben und gefährlichen Gebäudeschäden kommen, bei denen wir die Techniken anwenden werden, die wir heute trainiert haben. Sie wurden genau für dieses Erdbebenszenario entwickelt. In funzione anche di questi scenari. Diese Erdbeben, die einen Ausbruch ankündigen, hätten mittlerweile auch schon den Zivilschutz auf den Plan gerufen, der bereits eine groß angelegte Evakuierung begonnen hätte. Das Vesuv-Observatorium ist mit Dutzenden von Sensoren verbunden, die überall am Berg angebracht wurden. Zu ihnen gehören Magnet-, Expansions-, Gas- und seismische Sensoren. Anhand von Beschreibungen früherer Ausbrüche konnten die Wissenschaftler Prognosen für zukünftige Eruptionen und entsprechende Pläne für das lebenswichtige Frühwarnsystem erstellen. Würde es wieder zu einem Ausbruch kommen, dann wäre er den vergangenen Eruptionen wohl sehr ähnlich. Wir rechnen damit, dass eine Fläche von 10 Kilometern Radius betroffen wäre, was der typischen Ausdehnung einer roten Zone entspricht. Dieser Archivfilm vom letzten Vesuv-Ausbruch vor 70 Jahren zeigt, wie verheerend die Auswirkungen waren und wie schnell Lava und Asche die darunterliegenden Wohngebiete einnahmen. Alliierte Piloten dokumentierten die Eruption aus der Luft. Diese amerikanischen B-25-Bomber flogen damals dicht an dem speienden Krater vorbei, auf ihrem Weg zu einem Einsatz gegen die deutsche Wehrmacht. Die Gemeinden in direkter Nähe zum Krater müssten innerhalb von 72 Stunden evakuiert werden. Auch wenn es keine Garantie gibt, dass es tatsächlich zu einem Ausbruch kommt. Im Falle eines falschen Alarms könnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Italo Giulivo ist der Leiter der regionalen Zivilschutzbehörde und dafür verantwortlich, den Evakuierungsplan im Ernstfall zu aktivieren. Wir haben hier einen Vulkan mit einer komplexen Eruptionsgeschichte. Sein letzter Ausbruch war erst 1944. Im Falle eines Ausbruchs müssten wir ein Gebiet von 150 Quadratkilometern evakuieren, in dem 675.000 Menschen leben. Diese rote Zone würde im Falle einer Eruption unbewohnbar werden, aufgrund des heißen, pyroklastischen Stroms, der sich über die Flanken des Vulkans ausbreiten würde. Nach unserem letzten Informationsstand umfasst die Rote Zone 25 Stadtgemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 650 bis 700.000 Einwohnern, die im Falle eines Ausbruchs evakuiert und zu Partnergemeinden gebracht werden würden. Diese Partnergemeinden wurden 2014 unter der damaligen Regierung von Enrico Letta bestimmt. Angesichts der riesigen Anzahl von Menschen, die in Neapel und den umliegenden Gemeinden wohnen, wurde ein detaillierter Plan entwickelt, der die gefährdeten Gebiete in eine rote, blaue und gelbe Zone unterteilt. Die gelbe Zone östlich des Vesuv wäre von einem massiven Ascheregen betroffen, während die blaue Zone Überschwemmungen erleiden könnte.
Die rote Zone wäre direkt von dem pyroklastischen Dichtestrom betroffen. Dort leben über 670.000 Menschen, die der Eruption unmittelbar ausgesetzt wären. Sie haben nur eine Chance zu überleben, wenn sie frühzeitig vorgewarnt und evakuiert werden. Denn es ist ein langer Weg, bis man aus der Gefahrenzone herausgekommen ist. Es sind etwa 375.000 Fahrzeuge in dieser Gegend registriert. Würde jedes Auto die Zone mit zwei Insassen verlassen, könnten wir die Evakuierung der gesamten Zone garantieren. Natürlich sieht die Realität anders aus. Wir haben Befragungen zu den Anforderungen durchgeführt, die derzeit noch ausgewertet werden. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass in den meisten Fahrzeugen nur der Fahrer sitzen wird und dass sie mit Objekten beladen sein werden, die derjenige in Sicherheit bringen will. Deshalb haben Verkehrsexperten einen detaillierten Plan für eine Evakuierung ausgearbeitet. Der neue Plan bezieht noch stärker die Möglichkeit von Verkehrsstauungen ein, wenn die Bevölkerung das Gebiet verlässt, sowohl in Privatfahrzeugen als auch den Transportmitteln, die vom Zivilschutz organisiert werden. Es geht darum, eine Masse von 370.000 Fahrzeugen gleichmäßig über die Periode von 48 Stunden zu verteilen, sodass ein Verkehrsfluss gewährleistet werden kann, dem das Straßennetz standhält und der von der Polizei geregelt werden kann. Es gilt, den Strom von Fahrzeugen zu regeln, wenn Hunderttausende Menschen vor der drohenden Katastrophe fliehen. Deshalb sieht der Evakuierungsplan einen Ring von Sammelstellen vor, an denen Busse bereitstehen werden, die die Menschen aus dem Gefahrengebiet bringen. Allerdings verlangt die Evakuierung von 670.000 Menschen nach unterschiedlichen Verkehrsmitteln. So hat der Zivilschutz nicht nur die Aufgabe, den Straßenverkehr zu regeln, sondern auch den Schiffs- und Zugverkehr. Wir haben die moralische Verpflichtung, effektiv zu intervenieren, damit alle Bürger umsichtig und verantwortungsvoll aus der Gefahrenzone evakuiert werden. Deshalb arbeitet der nationale Zivilschutz mit allen Institutionen zusammen, die es in Kampagnen gibt. Vom Zugverkehr über den Schiffsverkehr. Da wir Schiffe und Fähren einsetzen werden, haben wir Häfen ermittelt, zu denen wir die Menschen bringen können. Innerhalb der roten Zone wird das Schienennetz aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Auf den Strecken wird der Betrieb eingestellt und der Strom abgestellt. Außerhalb der roten Zone werden wir das Schienennetz zur Evakuierung der Menschen nutzen. Es gibt drei Bahnstrecken in nördlicher Richtung, eine weitere führt nach Osten und eine nach Süden. Es gibt also fünf Bahnstrecken, die wir nutzen können. Es ist ein ehrgeiziger Plan, aber er basiert auf einem starken nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das haben die Italiener. Dieser Plan wurde für den Fall eines Vulkanausbruchs entwickelt. Er könnte aber auch in jeder anderen Gefahrensituation angewandt werden, in der Hunderttausende von Menschen plötzlich evakuiert werden müssen. Der detaillierte Evakuierungsplan sieht vor, die Bewohner der Roten Zone in andere Gemeinden Italiens auszuquartieren, die speziell für dieses Vorhaben zu Partnergemeinden der neapolitanischen Bezirke erklärt wurden. Ja, wir wissen, dass es einen Evakuierungsplan gibt und dass jede Gemeinde, die nahe am Vesuv liegt, einen Ort bekommen hat, an den man gehen kann. Aber das sind alles bürokratische Dinge. Die Sammelpunkte, von denen aus die Leute in die Evakuierungsgebiete gebracht werden, liegen alle außerhalb der roten Zone. Egal, ob es sich um Busse, Schiffe oder Züge handelt. Damit eine Evakuierung erfolgreich vonstatten geht, muss die Bevölkerung gut vorbereitet, zuversichtlich und handlungsfähig sein. Auch wenn Entwarnung gegeben wird und die Leute nach Hause zurückkehren können, müssen sie dies in dem Wissen tun, dass dieser Schritt für ihre Sicherheit unternommen wurde, um ihr Leben zu retten. Während die Bevölkerung aus der roten Zone flieht, wird in der gelben Zone ein massiver Niederschlag aus Asche und Lapilli auf die Gebäude herabfallen und einige von ihnen zum Einsturz bringen.
De Martino ist ebenfalls Ausbilder in Konsolidierungsmethoden, die hier in Neapel entwickelt und nun in ganz Italien eingesetzt werden. Er leitet einen Kurs, in dem er Feuerwehrleuten beibringt, zum Teil eingestürzte oder stark beschädigte Gebäude zu stabilisieren. De Martino erklärt, dass diese Technik auf dem Dreiecksprinzip basiert. Das Dreieck ist in jeder Art von Konstruktion präsent, auch in Metallobjekten. Der Grund dafür ist ein physikalisches Gesetz. Demnach hat das Dreieck eine geometrische Gestalt, die nicht verformt werden kann. Zunächst wird der äußere Rahmen des Eingangs mit Holzbalken verstärkt. Nun muss er selbsttragend gemacht werden, was durch das Einfügen von Dreiecken gelingt. Der Meister macht sich an die Arbeit. Die Kursteilnehmer müssen diese Technik erlernen, bevor sie dem urbanen Such- und Rettungsteam beitreten dürfen. Schließlich müssten auch beim Ausbruch des Vesuv aufgrund der Erdbeben Gebäude vor dem Einsturz bewahrt werden. 2012 hat die Feuerwehr ihren Teil des Evakuierungsplans in einer Übung mit dem Namen Mesimax getestet. Sie sollten eine alte römische Villa in der Gemeinde Somma Vesuviana vor dem Einsturz bewahren. Die Feuerwehrleute haben die Statuen vorsichtig entfernt und das Gebäude abgestützt. Francesco De Martino koordinierte die Teamarbeit, bei der nicht nur Such- und Rettungstechniken zum Einsatz kamen, um die Statuen sicher einzuholen, sondern auch die Stabilisierungsmaßnahmen von Gebäuden, die er unterrichtet. Der Plan wird kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht. Verbesserungen der Infrastruktur werden eingefügt und die einzelnen Aspekte des Plans werden aktualisiert. Deshalb ist er nie abgeschlossen. Sobald die Voralarmstufe ausgerufen wird, können in kurzer Zeit alle Vorkehrungen für die Umsetzung getroffen werden. Bis dahin wird er kontinuierlich auf den neuesten Informationsstand gebracht, etwa was die Bevölkerungszahlen betrifft oder die zur Verfügung stehende Infrastruktur. Es wird noch weitere Übungen geben, etwa mit der italienischen Marine. Wir werden auch alle Instrumente einbeziehen, die uns von der EU zur Verfügung gestellt werden. Über ein EU-Projekt konnten wir neue Fahrzeuge für die Feuerwehr und für die Freiwilligenverbände kaufen. Sowohl für die Freiwilligenverbände in den einzelnen Gemeinden als auch für die Region. Wir haben an die 38 Millionen Euro investiert. Die Befürchtung, dass der Vesuv bald ausbrechen könnte, basiert auf wissenschaftlichen Datenanalysen. Doch niemand kann voraussagen, wann oder ob das tatsächlich passieren wird. Die Sonne geht über der Bucht von Neapel auf. Ihr Anblick ist weltberühmt. Die seltene Schönheit des Vesuv und die tödliche Gefahr, die von ihm ausgeht, haben ihn zu einem der berühmtesten Vulkane der Erde gemacht. Im Jahr 1944 ist er zum letzten Mal ausgebrochen, ein Jahr vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Für die vom Krieg geschwächte Bevölkerung war der Ausbruch verheerend. Dennoch war es nur eine kleine Eruption im Vergleich zu der Katastrophe, die sich vor 2000 Jahren abspielte. Der Vesuv ist imstande, noch wesentlich größere Eruptionen auszulösen. Etwa eine plinianische Eruption, die ihren Namen bekannterweise 79 nach Christi beim Ausbruch des Vesuv erhielt. Damals wurde die Asche 30.000 Meter hoch geschleudert. Nicht nur 3.000, wie 1944. Der Zivilschutz richtet seine Pläne auf die wahrscheinlichsten Möglichkeiten aus, nicht auf die denkbar schlimmsten Szenarien. Als der Mount St. Helens 1980 ausbrach, erreichte er ein ähnliches Ausmaß wie der Vesuv 79 nach Christus. Sein pyroklastischer Dichtestrom bewegte sich mit rund 100 Kilometern pro Stunde und zerstörte in nur 9 Minuten ein Gebiet von 650 Quadratkilometern. Der Wind blies die Aschewolke gen Osten, wo sie Tage mit nächtlicher Dunkelheit überzog und einen Aschesturm verursachte, der sich über hunderte von Kilometern erstreckte. Am Vesuv ziehen die Winde vorrangig in südöstliche Richtung.
Daher würde die vulkanische Asche nach größter Wahrscheinlichkeit auf die Berge um Avellino fallen, während die schwereren Anteile des pyroklastischen Stroms näher am Vesuv auf die Erde fallen würden. Die Lavaströme würden höchstwahrscheinlich im sogenannten Tal der Hölle zum Stillstand kommen. Sie könnten auch nach Torre del Greco und Ercolano fließen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Neapel selbst erreichen. Natürlich haben wir bei dem Evakuierungsplan nicht dem denkbar schlimmsten und unwahrscheinlichsten Szenario einer weltweiten Katastrophe Rechnung getragen. Wir haben kalkuliert, was am wahrscheinlichsten eintreten wird. Die Autobahnen und doppelspurigen Schnellstraßen, die aus Neapel hinausführen, wurden verbessert. Dennoch ist es eine schwierige Angelegenheit, Hunderttausende von Menschen innerhalb von nur 3 Tagen aus der Stadt zu evakuieren. Da die Evakuierung in einer relativ ruhigen Phase stattfinden wird, gehen wir davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die gesamte Infrastruktur bereitstehen und nutzbar sein wird. Man wird problemlos mit dem Auto oder mit den Zügen fahren können. Die Häfen werden ebenfalls in Betrieb sein. Wir sind derzeit noch dabei, ein System zur Evakuierung per Schiff oder per Zug zu entwickeln. Vielleicht auch beides in Kombination. In jedem Fall werden alle Routen von den Sammelpunkten starten, die wir um die rote Zone herum etabliert haben. Es wurden spezielle Straßen gebaut, wie die 268. Zudem wurden die Ringstraßen ausgebaut. Dennoch könnte es sich als schwierig erweisen, zu den Sammelpunkten zu gelangen. Wenn der Alarm ausgerufen wird, muss man auf die 268 fahren. Ja, über die Schnellstraße kommt man schnell aus diesem Gebiet. Dafür wurde sie gebaut. Aber hier leben so viele Menschen. Das wird die Hölle. Klar, weil dann jeder weg will. Die einen in die Richtung, die anderen in die andere. Das gibt ein Chaos. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir nach Turin evakuiert werden sollen. Aber das sind nur die Pläne auf dem Papier. Viele Leute werden sich weigern zu gehen, weil sie ihr Geschäft oder ihr Zuhause zurücklassen müssten. Wahrscheinlich werden etliche hierbleiben wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht umziehen wird. Viele werden hierbleiben wollen, wo sie geboren wurden, und hier auf den Tod warten. Auch hier müssen wir intervenieren. Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass den Leuten nach ihrer Evakuierung in den neuen Gemeinden alle kommunalen Dienstleistungen zur Verfügung stehen, die sie auch hier haben. Wir müssen dafür sorgen, dass ihnen Ärzte zur Verfügung stehen und dass ihre Kinder dort zur Schule gehen können. Es gilt, eine ganze Gemeinde für eine gewisse Zeit in eine andere umzusiedeln. Das müssen wir sehr umsichtig vorbereiten. Schließlich haben wir die moralische Verpflichtung, die Leben dieser Menschen zu retten, die in diesem Gebiet wohnen. Die Neapolitaner leben nach dem Motto: Was soll's? Mach dir keine Sorgen. Diese Sorglosigkeit macht unser Leben hier so lebenswert. Ich denke weder an den Tod noch an einen möglichen Ausbruch des Vesuv. Es geht darum, die Schönheit dieser Umgebung zu genießen und sich nicht darum zu sorgen, dass plötzlich alles weggefegt werden könnte. Die Neapolitaner sind für ihre temperamentvolle, sorgenfreie Lebensweise berühmt. Sie wissen, dass jeder neue Tag am Fuß des Vesuv ein Geschenk ist. Dieser Vulkan hat in seiner Geschichte oft genug bewiesen, dass er plötzlich ausbrechen und für über 1 Million Menschen, die in seinem Schatten leben, zur tödlichen Bedrohung werden kann. Sie befinden sich am tiefsten Meeresgrund, sind Lebensspender und Zerstörer.
Die submarinen Vulkane an der italienischen Westküste haben Europa schon einmal verwüstet und bleiben weiterhin eine tödliche Gefahr für Millionen von Menschenleben. Aber das Magma unterhalb von Land und Meer war es auch, das die Küstengebiete vor etwa 3000 Jahren in ein Paradies für Landwirtschaft, Fischfang und Tourismus verwandelte. Die gefährlichsten Vulkane Europas liegen verborgen. Die Caldera der Phlegräischen Felder und die Unterwasservulkane des Tyrrhenischen Meeres, darunter der gewaltige Marsili, der größte submarine Vulkan Europas, spenden seit Millionen von Jahren Leben und nehmen es wieder. In der Dunkelheit der Tiefsee gibt der Vulkan beständig Hitze ab und bringt Leben hervor. There's no light, of course, at 1000 meters. In 500 bis 1000 Meter Meerestiefe gelangt natürlich kein Sonnenlicht, da ist es stockfinster. Aber diese submarinen hydrothermalen Quellen sind voller Leben und bieten Bakterien wie auch Organismen höherer Rangordnungen jede Menge Nahrung. Röhrenwürmer ernähren sich über Bakterienkulturen, die die schwefelhaltigen Unterwasserschlote besiedeln. Die Mineralstoffe, die diese submarinen Vulkane ins Meereswasser abgeben, sorgen für eine vielfältige Fauna, die in dieser Tiefe sonst nicht überleben könnte. Die geheimnisvollen verborgenen Vulkane Italiens sind Lebensgrundlage und Nahrung einer Vielzahl von Organismen, aber auch eine stets lauernde Gefahr. Wegen der austretenden schwefelhaltigen Gase meinte man früher, der Solfatara-Krater in der Nähe der Stadt Pozzuoli sei der Eingang zur Unterwelt. Er ist direkt mit einer riesigen Magmakammer verbunden, die sich 8000 Meter unter der Erdkruste befindet. Dieser gewaltige unterirdische Magmasee lässt die Landmasse anschwellen und beben, hebt und senkt sie. Ein Phänomen, Bradisismus genannt, das vor 40 Jahren auch die Stadt Pozzuoli zu spüren bekam. Wir müssen lernen, mit Bradisismus umzugehen, wenn wir uns dafür entscheiden, weiterhin in dieser herrlichen Region zu leben. Wir müssen der Natur trotzen. In den 1980ern gab es eine Reihe von Erdbeben, die die ganze Nacht lang dauerten. Aber wir blieben hier und gingen nirgendwo hin. Schon früh hatten die Menschen Rione Terra verlassen. Zu Beginn der Ausgrabungen war das eine Geisterstadt. Die Stadt Neapel erstreckt sich über 117 Quadratkilometer nordwestlich vom Vesuv und grenzt an die kleine Hafenstadt Pozzuoli an, die durch die Erdbeben in den 1980er Jahren zerstört wurde. Nur ein paar Kilometer nördlich von den berühmtesten Vulkanen der Welt befindet sich ein besonders gefährlicher, ein Supervulkan. Die Phlegräischen, also brennenden Felder oder Campi Phlegrei, wie die Römer sie nannten, bilden mit 12 Kilometer Durchmesser eine der größten Kalderen der Erde. Es ist eine geheimnisvolle Welt aus Feuer und Wasser. Schon mehrmals ist dieser Supervulkan im Laufe der Jahrtausende ausgebrochen. Da sich die Erdkruste neuerdings wieder hebt, beobachtet das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie die Region aufmerksam. Eine Eruption hier hätte verheerende Folgen. Die Caldera der Phlegräischen Felder hat einen Radius von 6 Kilometern und liegt mehr oder weniger unter der Stadt Pozzuoli. Das eigentliche Zentrum aber befindet sich etwa 2 Kilometer vor der Küste im Meer. Etwa 60% der Caldera sind ja unter dem Meeresspiegel. Eine Caldera entsteht bei besonders heftigen Eruptionen. Dann leert sich die Magmakammer. Das gesamte darüber liegende Areal sinkt ab und bildet einen kreis- oder ellipsenförmigen Krater, die Caldera. Aber die Eruptionen dieses Supervulkans waren auch ein Segen für Kampanien. Die heißen Quellen, das feste und dennoch leichte Baumaterial aus vulkanischem Gestein und das fruchtbare Erdreich lockte zunächst griechische Siedler an.
Später nutzten auch die Römer die weite, ruhige Bucht von Pozzuoli und errichteten hier den ersten römischen Handelshafen. Vulkane bieten bis heute enorme Vorteile, allein schon was die außerordentlich ertragreichen Böden betrifft. Die Römer nannten Campanien Campania Felix, also glückliches Ackerland, wegen der enormen Fruchtbarkeit dieses Gemischs aus vulkanischem Material, das bereits nach 100 Jahren nutzbar war. Auch das besondere Mikroklima und diese idyllische Landschaft verdanken wir den Vulkanen. Und etwas, das bereits in der Antike ganz besonders geschätzt wurde: die natürlichen Häfen sowie die mineralischen und thermischen Heilquellen. In der antiken griechischen Koloniestadt Cumae lebte einst die bekannteste Sibylle Italiens, eine Priesterin, die die Zukunft in einem tranceähnlichen Zustand prophezeit haben soll. Die Höhle, in der sie angeblich wohnte, ist tatsächlich eine Verteidigungsanlage unter der griechischen Akropolis. Cumae liegt am westlichsten Rand der gewaltigen phlegräischen Caldera. In Sichtweite gegenüber befindet sich die Insel Ischia, die erste griechische Kolonie in Italien. Soweit wir wissen, steuerten die griechischen Siedler nicht Apulien, Kalabrien oder Sizilien als erstes an. Stattdessen fuhren sie um ganz Süditalien herum, um auf Ischia zu landen. Im 8. Jahrhundert vor Christus gab es dort immer noch Eruptionen. Trotzdem gründeten sie eine Kolonie. Vermutlich, weil ihnen die natürlichen Häfen vorteilhafter erschienen. Viele antike Mythen beziehen sich auf die phlegräischen Felder. Das Tor zur Unterwelt, die Sagen um Aeneas, Baios und Herkules, sie alle haben hier ihren Ursprung. Bis heute kommen Touristen nach Ischia, um sich in den mineralstoffreichen Thermalquellen zu erholen. Die Insel ist zwar nicht Teil der phlegräischen Caldera, liegt aber über einem Vulkan, der von der gleichen Magmakammer gespeist wird. Auch Ischia profitiert also von den phlegräischen Feldern. Alles, was Sie hier sehen, haben wir ganz allein mit unseren eigenen Händen aufgebaut. Das war keine Baufirma, die sich darum gekümmert hat. Nein, das haben nur wir selbst gemacht. Ich, mein Bruder und ein paar Arbeiter, die uns dabei geholfen haben. Pasquale Coluta betreibt einen Badekomplex rund um eine heiße Quelle, die erstmals von den Römern genutzt wurde. Vielleicht sogar auch von Kaiser Nero. Dass Kaiser Nero sich hier eine ganze Weile aufgehalten hat, machte die Region natürlich umso berühmter. Schon die Römer kamen hierher, um sich zu entspannen. Die alkalischen Quellwässer der phlegräischen Felder enthalten unter anderem Jod, Bromsalz, Fluorid und Lithium und werden sehr geschätzt wegen ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften. Wir befinden uns hier mitten auf dem Krater eines aktiven Vulkans. Das herabtropfende Wasser trifft unter der Erdoberfläche auf extrem hohe Temperaturen. Dann tritt es wieder nach oben aus. Das ist also durch Hitze gereinigtes, absolut keimfreies, reines Meerwasser. Bakterien überleben diese Temperaturen nicht. Im Laufe der Jahre haben die Brüder Coluta und ihre 7 Kinder einen Gebäudekomplex um diese natürlichen Quellen errichtet, die aus der Caldera hochsprudeln. Dennoch versuchen sie, sich dem Massentourismus und der Hektik des nahegelegenen Neapel zu entziehen. Da es hier kein Hotel gibt, sind die Quellen weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Diciamo il turismo vero. Noch sind wir hier vom Massentourismus verschont geblieben. Als es zwischen Capri und dem Festland noch keinen regelmäßigen Fährverkehr gab, war die Insel ein sehr exklusiver Urlaubsort.
ebenso wie Sorrento, bevor die Autobahn gebaut wurde, oder auch Cinque Terre. Es war eben nicht leicht, dorthin zu gelangen. Aber ist ein Ort nur schwer erreichbar, macht es ihn umso interessanter. Und er wird bald zu einer Touristenattraktion. Diese Berge sind Vulkankegel, die sich im Laufe der Jahrtausende herausgebildet haben. Der jüngste Vulkan, der Monte Nuovo, entstand 1538 innerhalb einer Woche und ist heute ein Naturreservat. Das da drüben ist der Monte Nuovo. Er entstand am 29. September 1538. Bald feiern wir hoffentlich sein 500. Jubiläum. 500 Jahre sind für einen Berg ja nichts. Das ist, als sei er erst gestern entstanden. Der aktivste Krater der Phlegräischen Felder ist die sogenannte Solfatara. Bis zu 200 Grad heiße, schwefelhaltige Dämpfe und Gase bedecken hier die mondähnliche Landschaft. Von den einstigen Badehäusern, in denen Atem- und Hautkrankheiten behandelt wurden, sind immerhin noch Mauerreste erhalten geblieben. In der Antike glaubte man, dass hier der Eingang zur Unterwelt sei. Der Boden hier ist so heiß, dass man ihn nicht berühren kann. Und manchmal kochen die Bauern auf den glühenden Felsen. Diese vulkanischen Formationen und Geysire entstehen, sobald Wasser auf glühend heißes Magma im Erdinneren trifft. Dann wird es als Dampf durch die geborstenen Felsen wieder nach oben gepresst. Inzwischen weiß man, dass alle Vulkane Campaniens, also der Vesuv, die Phlegräischen Felder und die Insel Ischia, vor allem von einer ganz bestimmten Magmakammer gespeist werden. Eine Art schmalen Linse, die sich etwa 8 bis 10 Kilometer unterhalb der Erdoberfläche befindet. Etwas höher unter den Phlegräischen Feldern und etwas tiefer unter dem Vesuv. Dieses Reservoir ist die wichtigste Magmaquelle für die später austretende Lava. Unter dem Druck der afrikanischen Platte verschiebt sich die Erdkruste in dieser Region, sodass im Lauf der Jahrtausende Magma nach oben gepresst und Vulkane geformt wurden. Seitdem befinden sich hier inaktive, aber tödliche sogenannte Hotspots. Die Phlegräischen Felder, der Vesuv und die Vulkane des Tyrrhenischen Meeres. Darunter auch der größte Europas, der 3000 Meter hohe Marsili. Die gewaltige Phlegräische Caldera ist nur die Spitze eines Vulkans mit dem weltweit wohl größten Vernichtungspotenzial. Er entstand nach einer Verschiebung der Erdkruste an der Stelle, an der zwei Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Die tyrrhenischen Vulkane haben ihren Ursprung an der sogenannten Sutur-Zone, also an der Störungszone der Adriatischen Platte. Obwohl diese sensible Nahtstelle lange nicht unter Druck stand, gab es die verheerenden Erdbeben am Apennin sowie verstärkte Vulkanaktivitäten. Beide Ereignisse resultierten aus einer Öffnung der Erdkruste zwischen diesen und weiteren Platten. Diese Entwicklung begünstigt infolge einer Absenkung auch das Austreten von Magma. Die Phlegräischen Felder entstanden in drei Phasen. Die erste kulminierte in einer gewaltigen Eruption vor rund 39.000 Jahren, durch die sich das Klima für Jahrhunderte änderte. Forscher befassen sich mit der Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die größte bekannte Eruption, die Europa je erlebt hat, ereignete sich vor 39.000 Jahren und betraf ganz Kampanien. Manche Forscher meinen, dass diese Eruption die Neandertaler ausgelöscht hat, die ja zeitgleich mit dem Homo sapiens lebten, vor 40.000 Jahren aber ausstarben. Die zweite vulkanische Phase endete vor 15.000 Jahren mit einer Eruption, durch die der heutige Krater entstand.
Mit dem Posilipo als südliche Kante erstreckt er sich weit ins Meer bis zur Insel Nisida. Seitdem haben kleinere Eruptionen die Caldera mit weiteren Vulkanen durchsetzt, die zusammen die phlegräischen Felder bilden. Der gewaltige, aber flache Supervulkan reagiert auf die unterirdischen Bewegungen von Magma und Gas. Dieses konstante Heben und Senken der Erdoberfläche, genannt Bradisismus, stellt die Menschen, die dort leben, vor große Probleme. Inzwischen geht man davon aus, dass nicht nur das Magma die Erdoberfläche hochdrückt, sondern auch riesige unterirdische Wassermassen, die von dem flüssigen Magma zum Sieden gebracht werden. Dadurch entsteht Wasserdampf, der sich ausdehnt und so zusätzlich Druck nach oben abgibt. Die römischen Ruinen auf den phlegräischen Feldern, wie etwa diese Säulen eines Serapis-Tempels, veranschaulichen diesen Bradisismus-Effekt. Die Spuren von Meeresmuscheln auf den Säulen zeigen, bis wohin der Wasserpegel im Mittelalter anstieg. Als die Erdkruste sich erneut hob, stieg der Tempel wieder aus dem Meer empor. Innerhalb von 15 Jahren zwischen 1969 und 1984 hob sich der Hafen von Pozzuoli um ganze 3,5 Meter. Die gesamte Hafenseite musste dementsprechend umgebaut werden. Nach dem gewaltigen Erdbeben am 4. Dezember 1983 beschloss man, die sogenannte Zone A zu evakuieren. Darunter auch den zur Meeresseite hingelegenen antiken Teil der Stadt. In den 1970er und 80er Jahren hob sich die Erdkruste. Erdbeben erschütterten Pozzuoli und die Altstadt von Rione Terra wurde evakuiert. 40 Jahre später hat der neue Bürgermeister von Pozzuoli, Vincenzo Figliola, nun begonnen, das evakuierte, weit in die Bucht hinausragende Viertel zu sanieren und der Stadt so neues Leben zu verleihen. Der Großteil der Stadt befindet sich innerhalb der berühmten Caldera, die von vielen Forschern aus der ganzen Welt besucht wird. Dieser sogenannte Bradisismus-Effekt ist brandgefährlich und hat natürlich Auswirkungen auf den Alltag all der Menschen, die sich dazu entschlossen haben, weiter hier zu leben. Dieses Problem lässt sich nicht allein durch Evakuierungen lösen. Wir wollen die Menschen auch dafür sensibilisieren, was es heißt, in einer Gegend zu leben, die mit noch ganz anderen Problemen konfrontiert ist, als etwa die Gegenden rund um den Vesuv oder den Ätna. Beim Versuch, die Geisterstadt Rione Terra neu zu beleben, entdeckte man ein verborgenes archäologisches Juwel. 1993 stand dann genug Geld zur Verfügung, um die antike römische Hafenstadt Puteoli komplett auszugraben. Die Archäologin Lucia Proietti war eine der ersten, die diese Unterwelt betrat. Nach und nach legten sie und ihr Team über 2000 Jahre Geschichte frei. Es war unglaublich. Jahrelang krochen und buddelten wir da unten herum. Immer gebückt, Tag für Tag, Monat für Monat. Dazu diese Dämpfe, die Dunkelheit, der Schimmel. Wir haben dafür bezahlt. Mit Allergien, Arthrose und sicher noch vielen anderen Wehwehchen. Doch der Fund der Archäologen entschädigte für vieles. Anders als im nahegelegenen Pompeji, in dem die Asche des Vesuv einen Tag in der Antike konserviert hat, traten hier die verschiedensten Zeitschichten der römischen Hafenanlagen zutage. Das gesamte Areal war ja schon seit langer Zeit in Vergessenheit geraten. Es war sozusagen ein echter Glückstreffer. Statt bestehende Gebäude nur abzureißen, den Schutt zu entfernen,
und dann etwas Neues zu bauen, ist es mitunter einfacher, den vorhandenen alten Bauschutt als Fundament zu nutzen und darauf dann die neue Anlage zu errichten. Da das auch hier der Fall ist, konnten wir uns durch die einzelnen Schichten graben und alle Überreste von damals sichern. Auf dem Weg durch die Nord-Süd-Achse der römischen Stadt, den Cardo, entdeckt man die antiken Läden, die Taberne, die restauriert und zum besseren Verständnis zusätzlich animiert wurden. Eine Taberna verrät besonders viel über dieses Areal. Das ist die interessanteste Taberna, die wir freigelegt haben. Sie ist nicht nur am besten erhalten, sondern weist auch verschiedene antike Bauschichten auf. Mithilfe dieser Schichten ist es wesentlich leichter, auch die anderen Gebäude zu datieren, die dann nach und nach um die Taberna herum errichtet wurden. Die jüngste Rekonstruktion zeigt den Alltag in einer Bäckerei. Anschaulich in Szene gesetzt über eine Animation, in der Sklaven einen Mahlstein drehen. Vieles vom Leben im alten Rom erzählt auch ein eher ungewöhnlicher Ort. So seltsam es auch klingen mag, aber am aufschlussreichsten waren die Abwasserkanäle. Unglaublich, was wir da gefunden haben. Sozusagen das ganze antike Leben. In diese Kanäle fiel alles Mögliche. Pfirsichkerne, Ohrringe, ein Mörser zur Herstellung von Augen-Make-up, Gürtelschnallen, Münzen, Tongefäße. Eben alles aus dem Alltag von Männern und Frauen. Und hier in den Tiefen der antiken Stadt mit ihren verschiedenen Ein- und Ausgängen könnten nach Meinung einiger Forscher Frauen und Sklaven gelebt haben. Manche Archäologen vermuten, dass es sich hier um sogenannte Ergasterien handelt, also um Werkstätten und Wohnräume von Sklaven. Die öffentliche Lage, die Zugänge von beiden Straßen und die identischen zellenähnlichen Räume lassen unserer Ansicht nach aber eher darauf schließen, dass hier Prostituierte arbeiteten. Puteoli war eine der schönsten Städte der Römischen Republik. Wie die griechischen Siedler vor ihnen, nutzten auch die Römer die Hafenanlage als Umschlagplatz für Waren aus allen Teilen der antiken Welt. Errichtet auf gelbem vulkanischen Tuffstein, sah die Stadt tagtäglich die im Hafen einlaufenden Schiffe. Sicher ein überwältigender Anblick. Höchstwahrscheinlich sah Puteoli aus wie viele andere Städte Kleinasiens, etwa Kos oder Lindos. Also eine Spornsiedlung auf Tuffstein mit verschiedenen terrassenartigen Ebenen, auf denen jeweils Gebäude standen. Und ganz oben ein weißer Marmortempel, den alle, die sich vom Meer aus dem Kap näherten, als erstes sahen. Diese fast theaterhafte Inszenierung sollte Erstaunen und Bewunderung hervorrufen. Und ich bin sicher, dass jeder tief beeindruckt war von all dieser Schönheit, die auch von weit draußen im Meer zu erkennen war. Die Römer setzten dieses Vulkangestein auch in anderen Regionen als Baumaterial ein. Bekannt als gelber Tuff entstand es während der letzten Eruption vor 15.000 Jahren als schwefelhaltige vulkanische Asche, die die gesamte Region bedeckte. Tuff ist eine Art verfestigtes vulkanisches Eruptivgestein, das sich bildet, wenn sich unterirdisches Magma und Wasser vermischen. Diese besondere Gesteinsart findet man überall in Kampanien. In Verbindung mit feuchtem Kalkstein wurde Tuff zur Herstellung von Opus Cementitium genutzt. Eine Art Beton, der das Bauen deutlich beschleunigte. Viele römische Monumente, darunter auch das Kolosseum, haben dank dieses vulkanischen Baumaterials bis heute überlebt.
Von den vulkanischen Salzen und Mineralien, die die Erde auf den phlegräischen Feldern fruchtbar machen, profitiert auch der Fischfang. Das schwefelhaltige Meereswasser lässt bestimmte Algen und Plankton gedeihen, von denen sich die Fische ernähren. Überall an der Küste steigen Gase und Mineralien hoch ins Meer. Auch am Fischmarkt im Hafen von Pozzuoli. Es ist der fünftgrößte Italiens und einer der wenigen, bei denen die Fischerboote am Markt anlegen und ihre Ware direkt an die Verkaufsstände ausliefern. Sobald der Tag in den phlegräischen Feldern anbricht, sortieren die Fischer ihre Netze und bringen ihren Fang zum Fischmarkt. Adolfo Aleotti leitet den Fischmarkt in Pozzuoli. Sein Arbeitstag beginnt um 4 Uhr früh und endet nach Sonnenuntergang. Das ist unsere Mole. Ein paar Fischerboote sind noch da. Sie haben gerade ihre Ware ausgeliefert. Die Fischindustrie von Pozzuoli verfügt über eine eigene Aufsichtsbehörde, die Veränderungen der Fischfangerträge registriert und die Verbände der Bootseigner koordiniert. Frischer Fisch ist in den phlegräischen Gewässern von besonderer Bedeutung. In dieser vulkanischen Zone steht den Algen im Gegensatz zu anderen Regionen eine besonders salz- und mineralstoffreiche Nahrung zur Verfügung. Das unterscheidet diese Meeresfauna ganz erheblich von anderen. Im offenen Meer werden hier vor allem fettreiche Fische mit blauen Rücken gefangen, darunter Sardinen, Sardellen und Makrelen. Aber auch andere Fischarten gibt es im Übermaß. Das ist ein typisch regionales Erzeugnis. Wie man sieht, werden diese fettreichen Fische von den Fischerbooten direkt beim Großmarkt ausgeliefert. Im Gegensatz zu Fischerflotten in anderen Regionen ist Frische hier zu 100% garantiert. Das sieht man an der glänzenden Haut und der Konsistenz des Fischfleischs. Dieser blaue Rücken ist typisch für die hiesigen Fische. Fische von anderen Fischerflotten haben einen anderen Nährstoffgehalt und verlieren nach und nach ihre Farbe. Sie werden komplett grau und haben eine völlig andere Qualität. Noch auf dem Boot wird der Fang in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften erfasst und registriert. Der Fischmarkt selbst wird regelmäßig vom Veterinäramt und der Küstenwache überprüft, auch auf Fischgrößen unterhalb der Norm. Die Etiketten garantieren dem Endverbraucher, dass die Ware kontrolliert und zertifiziert wurde. Das macht sich allerdings auch im Preis bemerkbar. Die Fische, die direkt an den Markt ausgeliefert werden, sind oft 100% teurer als die Fische aus anderen Regionen. Am späten Vormittag ist die Arbeit der Fischer beendet. In den Weinbergen aber, die sich in direkter Nähe zum Zentrum der phlegräischen Caldera befinden, geht sie jetzt erst richtig los. Wie in allen vulkanischen Regionen eignet sich auch das fruchtbare Erdreich der phlegräischen Felder dank der darin enthaltenen Salze und Mineralien ganz besonders zum Anbau einzigartiger Weine. Einige Rebsorten gedeihen vor allem auf und um den Astroni-Krater. Unterstützt vom WWF steht das Gebiet inzwischen unter Naturschutz und ist ein wahres Vogelparadies. Am äußersten Stadtrand von Neapel gelegen,
bietet diese idyllische Oase Menschen wie Tieren eine willkommene Rückzugsmöglichkeit von der Hektik der nahegelegenen Stadt. Einer der jüngsten Krater, der im Laufe von 7 Eruptionen vor etwa 4000 Jahren entstand, befindet sich am äußersten Rand der Phlegräischen Felder, direkt neben dem für seine Radrennen bekannten Anjano-Krater. Bereits in der Antike wurde hier Wein angebaut, heute bekannt unter der Ursprungsbezeichnung Campi Phlegrei, DOC. Über 20 regionale Winzer haben sich zusammengetan, um diese besonderen vulkanischen Weine zu fördern. Präsident dieses Konsortiums ist Gerardo Vernazzaro. Hier mitten in dieser gewaltigen Caldera entstand in der letzten vulkanischen Phase der Astroni-Krater. Das Erdreich ist also noch relativ jung und bildet diesen sehr leichten, feinen vulkanischen Sand, dessen strukturelle wie physikalische Eigenschaften von hoer Bedeutung sind für die Reben. Der Sand ist zu fast 100% rein. Das Wasser kann also direkt ohne Umwege im Boden versickern. Das verleiht dem Wein seine charakteristischen Merkmale: einen kultivierten Geschmack mit einer starken, eleganten Note und einem hohen Gehalt an Mineralstoffen. Die Griechen, die die italienische Halbinsel besiedelten, brachten auch Weinreben aus ihrer Heimat mit. Einige dieser antiken Rebsorten werden bis heute zur Weinherstellung genutzt. Als die ersten Segler aus der Ägäis die phlegräischen Felder erreichten, versuchten sie, den Wein auf die gleiche Weise wie in Griechenland anzubauen. Diese bodennahe Reberziehung ist heutzutage geläufig als sogenanntes Baskettraining. Aber die Gase der phlegräischen Felder bekamen den Trauben nicht und sie verrotteten. Daraufhin zog man die Reben an Pfählen hoch, die etwa der Länge eines Phalanx entsprechen, also dem Speer eines griechischen Kriegers. Damit erzielte man hervorragende Resultate. Dieser speziellen Technik verdankt die Weißweinsorte ihren Namen, unter dem sie auch heute noch bekannt ist, Phalangina. Auf diesem sandigen Boden Terrassen zum Weinanbau anzulegen, ist schwierig. Ständig drohen Erdrutsche. Die abgestützten Terrassen zeigen die Erdschichten, die im Laufe der Jahrtausende durch vulkanische Aktivitäten entstanden. Phalangina-Trauben sind sehr anpassungsfähig. Wir nennen sie den Chardonnay Italiens. Die Reben wachsen praktisch überall. Aber am besten ist ein Standort mit vulkanischem Boden. Und je näher am Meer, desto besser. Dieser besondere Mix verleiht dem Wein eine mineralische Note, eine Frische und Eleganz, die er in anderen Anbaugebieten so nicht zum Ausdruck bringen kann. In der Region wird auch eine geringe Menge Rotwein produziert, der Piedi Rosso, zu Deutsch Rotfuß. Diese spezielle Rebsorte wächst ausschließlich in der vulkanischen Region rund um Neapel. Im Gegensatz zur Phalangina ist die Piedi Rosso-Rebe sehr rustikal und nicht sehr anpassungsfähig. Sie braucht vulkanischen Boden und die Nähe zum Meer. Auf den phlegräischen Feldern gedeiht sie hervorragend. Man könnte sie mit dem Pinot Nero vergleichen, nicht geschmacklich, aber wegen ihrer zarten, eleganten Tannine. Der Piedi Rosso ist ein leichter, lebhafter Rotwein, der leicht gekühlt während der Sommermonate getrunken werden kann. Die phlegräischen Felder mit ihrem reichen historischen Erbe, den zahlreichen Heilquellen und dem fruchtbaren Boden scheinen das Paradies auf Erden zu sein. Aber dieser Garten Eden birgt auch eine beständige tödliche Gefahr für die einheimische Bevölkerung. Einst hielt man diese vulkanische Landschaft mit ihren aktiven, schwefelhaltigen Geysiren und den kochend heißen Quellen für den sagenumwobenen Eingang zur Unterwelt.
Und die Region im Norden Neapels wurde von den Touristen gemieden, wegen der Industriezonen mit ihren riesigen Fabriken und hässlichen Wohnblöcken. Inzwischen aber saniert die Stadtverwaltung von Pozzuoli das Hafenviertel und versucht, die Kraft des Vulkans und dessen Gaben an Land und Meer zu nutzen, um die Wirtschaft der Region anzukurbeln. Nur wenige Städte weltweit haben das Meer und Seen, in unserem Fall den Averno und den Lucrino, in unmittelbarer Nähe, sowie derart bedeutende archäologische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Als dieses Stadtviertel während der Evakuierung saniert wurde, legten wir immerhin auch den ersten römischen Hafen frei und präsentierten ihn der Welt. Die Einwohner Pozzuolis leben nicht nur im Schatten eines Vulkans, sondern mitten in der Caldera eines der gefährlichsten Supervulkane der Erde. Doch sie scheinen immun zu sein gegen die Warnungen der Forscher und gegen die Risiken, die das Leben hier mit sich bringt. Ständig hebt und senkt sich die Erde. Neue Krater bilden sich, dazu die gewaltige unterirdische Magmakammer. Und jederzeit muss mit einer verheerenden Eruption gerechnet werden. Eine Stadt, die im Laufe von 30 Jahren zwei Evakuierungen überstanden hat, verfügt über besondere Fähigkeiten, sich zu regenerieren. Das liegt uns im Blut. Und wir sind fest entschlossen, auch in Zukunft an diesem wunderbaren Ort zu leben. Für die phlegräischen Felder gilt inzwischen überall Warnstufe Gelb. Immerhin hebt sich der Boden dort seit 10 Jahren wieder leicht an. Deshalb klären wir die Bürgermeister der Städte und der phlegräischen roten Zone über frühe Anzeichen für ein Erdbeben auf. Der verborgene Supervulkan der phlegräischen Felder zählt zu den gefährlichsten der Welt. Ganz in der Nähe aber lauert eine noch größere Bedrohung, die immer noch nicht gänzlich erforscht ist. Es handelt sich um einen der höchsten Berge Europas, dessen Gipfel allerdings 450 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Der submarine Vulkan Marsili. Seit Jahrzehnten erforscht der Meeresgeologe Michael Marani vom Institut für Meereskunde den Marsili und das Tyrrhenische Meer. Dieser Vulkan ist ungewöhnlich groß. Er ist 3000 Meter hoch. Er ist nicht kegelförmig wie die meisten Vulkane. Vielmehr handelt es sich hier um eine Art riesigen Höhenzug, der ungefähr 60 Kilometer lang ist und 30 Kilometer breit. Er hat also ein riesiges Volumen. Er liegt 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Im Moment ist er aktiv. Wie diese faszinierenden Unterwasseraufnahmen zeigen, lässt sich die Oberfläche submariner Vulkane über ferngesteuerte Roboter, die mit Kameras und Scheinwerfern ausgestattet sind, nun bis ins kleinste Detail erforschen. Kolonien von Röhrenwürmern gedeihen dank weißer Bakterien, die die Umgebung hydrothermaler Schlote besiedeln. Ständig strömt hier heißes Wasser aus dem Erdinneren. Diese heiße Flüssigkeit ist die Lebensgrundlage eines eigenartigen Biotops chemoautotropher Organismen. In der schwärzesten und unwirtlichsten Tiefe des Meeres hat sich rund um diesen Vulkan ein einzigartiger Mikrokosmos submarinen Lebens gebildet. Ein weiterer Beweis dafür, dass Lebewesen auch unter widrigsten Bedingungen gedeihen können. Es wäre demnach durchaus denkbar, dass es auch jenseits der Erde Leben geben könnte. Zum Beispiel auf wasserstoffreichen Planeten wie Jupiter oder Saturn. Dieses einzigartige Filmmaterial über vulkanisches Leben wurde mit dem Unterwasserroboter Hercules aufgenommen.
der von dem ozeanographischen Forschungsschiff Nautilus ausgesteuert wurde. Hier erkundet der Herkules den Kamm des Palinuro, einem weiteren Vulkan in 70 Metern unter dem Meeresspiegel. Um den Marsili herum befindet sich der sogenannte Äolische Bogen, eine vulkanische Formation aus 7 oder 8 Inseln, darunter auch die wohl bekannteste, Stromboli. All diese Vulkane ragen aus dem Wasser, sind aber submarin über diesen Bogen miteinander verbunden. Im weiteren Verlauf dieses Bogens befindet sich eine 50 Kilometer lange Kette aus 8 submarinen Vulkanen, Palinuro genannt, mit einer riesigen Caldera und kleinen Kegeln drumherum. Sollten an einem dieser Unterwasservulkane Felsen ins Rutschen kommen, würde das dadurch verdrängte Wasser eine riesige Flutwelle bilden. Je nachdem, wo dieses Ereignis auftritt, könnte das für die gesamte Mittelmeerregion möglicherweise verheerende Folgen haben. Im Jahr 2002 ereignete sich auf der als Sciarra del Fuoco, Feuerrutsche, bekannten Seite der Insel Stromboli eine Eruption, die einen gewaltigen Felsrutsch auslöste. 5 Millionen Kubikmeter Gestein stürzten ins Meer, während unter der Wasseroberfläche weitere 15 Millionen Kubikmeter auf den Meeresgrund rutschten. Daraufhin überflutete eine 7 Meter hohe Tsunamiwelle das Inland und vernichtete alles, was ihr in den Weg kam. Falls es jemals zu einem Felsrutsch kommt, der noch gewaltiger ist als bei der Sciarra del Fuoco auf Stromboli, oder sogar eine ganze Vulkanflanke zusammenbricht, würde das natürlich einen gigantischen Tsunami auslösen. Davon wäre dann die gesamte Mittelmeerregion betroffen. Spanien, Afrika und Sizilien, ebenso wie das italienische Festland. Das ist ein Riesenproblem für alle Länder, die am Mittelmeer angrenzen. Sollte irgendwas passieren und zum Beispiel eine Tsunami-Warnung ausgegeben werden, bleiben höchstens 20 Minuten, um zu reagieren. Die Größe der Flutwelle, die eine Eruption dieser Vulkane auslösen könnte, hängt von vielen Faktoren ab. Insbesondere natürlich vom Ausmaß der Eruption an sich. Trotzdem halte ich die Angst vor einer Eruption des Marsili für etwas übertrieben. Immerhin befindet sich dieser Vulkan 2000 Meter unter dem Meeresspiegel und zudem weit weg von der Küste. Damit ist er deutlich ungefährlicher als Vulkane, die direkt unter dicht besiedelten Städten liegen. Diese Animation zeigt, wie schnell sich ein von einer kollabierenden Flanke des Marsili ausgelöster Tsunami fortbewegen würde, bis er die Küste Süditaliens erreicht. Innerhalb von nur wenigen Minuten würden große Hafenstädte wie Salerno oder Palermo von einer Flutwelle mit möglicherweise verheerendem Ausmaß überschwemmt. Mithilfe von Sonar- und Echolot-Technik erfassen Forscher die Gipfel und Täler des Vulkans kartografisch, um das Risiko für die Bevölkerung an den Küsten Italiens besser einschätzen zu können. Auch Energiekonzerne sondieren das vulkanische Gelände der gesamten Mittelmeerregion, um das Pro und Contra eventueller geothermischer Bohrungen genau abzuwägen. Wer von Neapel nach Palermo segelt, überquert dabei, ohne es zu wissen, den höchsten Vulkan Europas, der in den kalten Tiefen des Mittelmeers unaufhörlich Hitze abgibt. Auch in den öden Vorstadtbezirken nördlich von Neapel stößt ein unterirdischer Vulkan Dampfschwaden aus. Dies ist der legendäre Ort, den die Römer Campi Flegrei nannten, brennende Felder. Einige der dramatischsten Mythen und Sagen der antiken Welt haben hier ihren Ursprung. Die ungeheure Anziehungskraft dieser vulkanischen Landschaft ist bis heute zu spüren.
Und so bleiben die phlegräischen Felder auch weiterhin eine geheimnisvolle, rätselhafte Region, in der Menschen im Schatten der Vulkane leben. Seit Jahrtausenden spielt der Ätna eine sagenumwobene, mütterliche Rolle im Leben der Sizilianer. Der höchste Vulkan Europas wurde vor einer halben Million Jahre geboren und war seitdem der Ursprung von Legenden und Lavaströmen. Er hat die Geschichte der Region in die fruchtbaren Böden der Lavaschichten geschrieben und in seine fischreichen, tiefblauen Gewässer. Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht die Stadt Catania aus ihrem Schlaf. Der Fischmarkt füllt sich mit Leben. Die fischreichen Gewässer und die fruchtbaren Böden sind Geschenke des Bergs, der die Stadt dominiert. Für die Menschen, die am Fuß des Ätna leben, ist er mehr als nur ein Vulkan. Wenn man den Gipfel des Ätna anschaut, hat man das Gefühl, dass er weit weg ist. Dabei wurde die ganze Stadt auf Vulkanboden gebaut. Alles, was um den Ätna herum angebaut wird, ist besonders. Dieses Land ist einzigartig. Seine Großzügigkeit gleicht einer mütterlichen Umarmung. Am 1. November hörten wir einen Knall, als das Magma dekomprimierte. Das führte dann zur Eruption im Dezember. Dezember 2015. Bilder von Aschewolken und geschmolzener Lava, die durch die Luft fliegt, gehen um die Welt. Der Ätna ist wieder ausgebrochen. Sein Krater, genannt La Voragine, der Schlund, ist der größte Europas. Jede Eruption verändert den Berg. Die Experten der Niederlassung des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Catania müssen auf den Spitzen der Krater Messungen vornehmen. Sie besteigen den Berg regelmäßig mit hochmodernen Instrumenten, um herauszufinden, was im Inneren dieses unberechenbaren Vulkans vor sich geht. Heute muss sich das Team durch Schnee und eiskalte Winde zum Gipfel vorkämpfen, um die aktuelle Höhe der Lavakegel und Ascheablagerungen zu messen. 3319. Heute haben wir es mit den typischen harten Bedingungen hier zu tun. Der Ätna ist mehr als nur ein sehr aktiver, dynamischer und faszinierender Vulkan. Er ist ein richtiger, großer Berg. Er steht quasi völlig alleine im Mittelmeer. Rund um den Gipfel haben sich 5 Krater gebildet. Die Voragine befindet sich in der Mitte. Der Bocco Nuovo, der neue Krater, in südlicher Richtung. Der dritte im Nordosten und 2 weitere im Südosten. Das Team muss bis ganz nach oben klettern. Mit Hilfe eines modernen GPS-Messsystems laufen sie vorsichtig um den erst kürzlich ausgebrochenen Hauptkrater herum, um geologische Veränderungen zu erfassen. Wir wussten seit dem Ausbruch im Dezember nichts über die Anhäufung von Material rund um die Voragine. Das Material, das auf den Rand des Kraters gefallen ist, hat dafür gesorgt, dass er in die Höhe gewachsen ist. Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln erkennen. Bei dem Ausbruch hat sich der Kegel um den Krater herum neu geformt. Wir haben bestimmte Punkte mit hochauflösendem GPS gemessen, die wir mit älteren digitalen Karten vergleichen werden. Das gibt uns hoffentlich Aufschluss darüber, wie viel Material sich abgelagert hat. Die Krater verändern sich mit jedem Ausbruch, wenn Lava und Asche herumgewirbelt werden.
Millionen Kubikmeter an Lava werden herausgeschleudert und geben der Landschaft ein neues Gesicht. Bis zum nächsten Ausbruch. Der Berg wächst und schrumpft um Zentimeter, wie diese Bilder aus dem INSA-Satelliten zeigen. Früher war die Voragine eine abgetrennte, tiefe Aushöhlung. Es gab eine Art niedrige Geröllwand, die in der Vergangenheit noch wesentlich höher war. Sie hat die Voragine vom Bocca Nuova getrennt. Jetzt haben sich beide Krater vereint. All das Material, das die Voragine herausschleuderte, ist in den Bocca Nuova gefallen und hat ihn um einige Meter aufgefüllt. Der Ätna erstreckt sich über 1190 Quadratkilometer mit einer Höhe von 3329 Metern. Das ändert sich jedoch immer wieder. Seitlich ist er von rund 250 Schlackekegeln umgeben, von denen einige so groß sind, dass sie andernorts als einzelne Vulkane gelten könnten. Auf dem Ätna agieren sie als außenliegende Lüftungssysteme für Gase und Magma. Man könnte sie als Sicherheitsventile bezeichnen. Dabei stellen jeder dieser Krater und jede Spalte eine Gefahr für die Bevölkerung dar. Meistens nur eine geringe, doch über die Jahrhunderte hinweg hatten sie immer wieder verheerende Auswirkungen. Dieser Berg hat sich im Grunde erst vor weniger als 80.000 Jahren erhoben. Die ersten Ausbrüche gab es allerdings schon vor 500.000 Jahren. Zur Verdeutlichung kann man sich die tektonische Grenze zwischen Europa oder Eurasien und Afrika vorstellen, das sozusagen unter dieser Linie beginnt. Afrika stößt gegen diese Linie. Dieser Teil ist Meer und geht in eine Subduktion über. Dieser Teil ist kontinental und frisst sich in die kontinentale Kruste, was eine Beschleunigung bedeutet. Zwischen diesen Linien klafft eine Art Öffnung. Vom Gipfel aus kann man nicht nur die Stadt Catania sehen, sondern auch die fruchtbaren Ebenen darunter. Die reichhaltigen Böden des Ätna und das Mikroklima ergeben ein erstklassiges Anbaugebiet. Orangenhaine und Olivengärten erstrecken sich über die Landschaft. Am Fuß des Vulkans befindet sich das bekannte Weinanbaugebiet Ätna. Seit Jahrhunderten werden die Städte und Dörfer an den Hängen des Ätna von Lavaströmen aus dem Gipfel sowie aus den seitlichen Spalten und Kratern bedroht. Am gefährlichsten sind jedoch die Lavatunnel. Was macht die Lava eigentlich? Sie kühlt an der Oberfläche aus und bekommt eine Kruste, die ihr Inneres vor dem Auskühlen bewahrt. So kann sie weiterfließen und bildet einen Tunnel, eine Lavaröhre. Durch die Kruste sind die Seiten vor Hitzeverlust geschützt. Es kommt vor, dass sie an der Oberfläche komplett aushärtet und scheinbar zum Stillstand kommt. Dabei kann die Lava unterirdisch ein Röhrensystem schaffen, über das sie geschützt viele Kilometer weit fließen kann. Genau das ist im Jahr 1992 in der Nähe von Zafarana passiert. Dort hat die Lava Röhren von 7 Kilometern Länge geformt und ist 1 Kilometer vor Zafarana wieder ausgetreten. Und zwar fast genauso heiß, wie sie aus dem Ätna herausgeströmt war. Daran sieht man, wie effektiv diese Lavaröhren die Hitze im Inneren halten und wie weit die Lava dadurch fließen kann. Über die Jahrhunderte wurden viele der kleinen Gemeinden an den Hängen des Vulkans von unaufhaltsamen Lavaströmen zerstört. 1169 erreichten sie das Meer bei Acicastello und Ognina. Im Jahr 1928 wurde die Stadt Mascali dem Erdboden gleichgemacht. Die nationale faschistische Partei nutzte die Gelegenheit, um ihre Popularität zu stärken, indem sie sie wieder aufbaute. In den vergangenen 50 Jahren war der Vulkan sogar noch aktiver, wie die Anwohner bestätigen können. Antonio Lo Giudice betreibt einen Zeitungskiosk. Wie fast jeder in der Kleinstadt Lingua Glossa kann auch er eine Geschichte zum Ätna erzählen.
Ich kann mich noch sehr gut an die Lavaströme von 1971 erinnern. Aus allen 5 Kratern kam Lava. Wegen der großen Hitze konnten wir nicht in ihre Nähe gehen. Außerdem spuckten sie ununterbrochen Lava aus. Natürlich ist man sich in Lingua Glossa und Piedimonte der Präsenz des Ätna ständig bewusst. Aber meine Freunde und ich haben uns daran gewöhnt. Auch an die regelmäßigen Eruptionen. Wovor ich viel größere Angst habe, sind die Erdbeben, weil man vor ihnen nicht fliehen kann. Bei Vulkanausbrüchen hat man wenigstens noch Zeit, um wegzufahren. Katja Policino arbeitet als Kellnerin im örtlichen Hotel und erinnert sich an einen Ausbruch, der die einzige Seilbahn am Ätna zerstörte. Wir sind an dem Tag ausgegangen. Mir war der Ernst der Lage überhaupt nicht bewusst. Dabei hatte gerade ein schwerer Vulkanausbruch stattgefunden. Ein paar Tage später, als sich der Vulkan wieder beruhigt hatte, zeigten mir meine Eltern einen Ort, der komplett ausgebrannt war. Die Häuser, die Hotels, Bars, Geschäfte. Es war unglaublich, aber wirklich alles war zerstört. Der ganze Ort war schwarz. Und das Vulkangestein rauchte noch. Die Bewohner der Gemeinden rund um den Ätna vertrauen auf die freiwilligen Helfer, den Zivilschutz und die Feuerwehr. In der Stadt Catania, am Fuß des Ätna, ist die 500 Mann starke Feuerwehr allzeit bereit, wenn es darum geht, Menschen und Gebäude zu schützen. Giuseppe Verme, ihr Leiter, inspiziert die Zentrale. Der Vulkan stößt Asche und Lapilli aus. Deshalb fahren wir oft Einsätze, wenn zum Beispiel die Kommunikation mit dem Flughafen unterbrochen wurde oder Material auf die Straßen fällt. Es sind aber nicht immer Menschen in Gefahr. Der Vulkan kann jederzeit ausbrechen. Über die Jahrhunderte haben die Leute viele Eruptionen erlebt, die vor allem die Anbaugebiete bedrohten. Das ist rund um den Ätna ganz normal. Diese Ausbrüche können auch Erdbeben auslösen. '92 unterstützten die Bewohner aus Zafferana und Umgebung die Feuerwehr, um einen Lavastrom umzuleiten, der drohte, ihre Gemeinde zu zerstören. Zuerst bauten sie einfache Barrieren. Doch die fegte die Lava einfach zur Seite. Dann versuchten sie eine neue Strategie und sprengten die Lavaröhren. Das führte zur Bildung neuer Röhren, durch die sich die Lava weiter fortbewegte. Es waren 7 Tonnen Sprengstoff nötig, um den Haupttunnel auseinanderzusprengen. Mit dem Ziel, den Lavafluss nach der Explosion zu blockieren. Wir bauten Barrikaden aus Stahlbehältern, die wir aneinander ketteten und an einem Felsen sowie an Zementblöcken befestigten. Zum Glück hielt die Barrikade lang genug, um den Fluss umzuleiten. Es war ein Erfolg. Im Jahr 2001 floss Lava aus dem südöstlichen Krater und zerstörte die Seilbahnstation. Die Feuerwehr baute Dämme, um sie aufzuhalten. 2015 kam es zu den bisher stärksten Eruptionen am höchsten Gipfel des Berges. Am 2. Dezember bemerkten wir eine immer stärker werdende Aktivität in der Voragine. Am nächsten Morgen katapultierte sie bis zu 3000 Meter hohe Lavafontänen in den Himmel. Es entstand eine Eruptionssäule von 12 Kilometern Länge.
Etwa 12 Stunden später gab es eine neue, mit einer Länge von 15 Kilometern. Die Bilder gingen um die ganze Welt. Alle sahen die riesige, pilzförmige Wolke, die wie eine plinianische Eruption aussah. Wie der Mount St. Helens im Kleinformat. Die Leute waren völlig fassungslos. Der Ätna ist nicht nur verantwortlich für Naturkatastrophen. Wanderer und Skifahrer können sich in dem felsigen Gebiet verlaufen, das nur mit Allradfahrzeugen erreichbar ist. Unten in der Feuerwache packen die Mitglieder einer Spezialeinheit ihre Ausrüstung für eine Rettungsübung zusammen. Wir müssen Situationen bewältigen, die eine spezielle Ausbildung erfordern. Dafür haben wir die Spezialeinheit SAF. Diese Einsatzkräfte wurden gezielt für Rettungen aus Höhlen, Bergen und Flüssen ausgebildet. Sie können steile Felswände hoch- und runterklettern und mit ihrer Spezialausrüstung Rettungen aus Flüssen durchführen. Mit ihnen können wir unsere Rettungseinsätze effektiver durchführen und sie tragen zur Sicherheit unserer Besatzung bei. Hier auf den gefährlichen Lavaklippen von Acitrezza, wo ganz in der Nähe vor 500.000 Jahren der Ätna geboren wurde, trainiert die Catania Berg-, Fluss- und Höhlenrettung mit einem kleinen Kran, konzipiert für Steilküsten. Vor einer Woche ist eine junge Frau von dieser Klippe gestürzt und hat nur knapp überlebt. Die gefährlichen Felsnasen aus Lava haben sich vor Jahrtausenden nach einer Eruption geformt. Heute gehören sie zu den Gefahren, die das Leben am Fuß eines Vulkans mit sich bringt. Bevor das Team die Bolzen anbringt, stellt es mit einem Hammer sicher, dass der Fels nicht hohl ist. Der Kran steht sicher. Jetzt seilt sich ein Freiwilliger ab, um einen Verletzten zu nehmen. Einer der Rettungsfeuerwehrmänner aus Catanias Feuerwache muss ihn retten. Die scharfkantigen Felsen machen diese Klippen extrem gefährlich. Der ausfahrbare Arm des Krans hält Retter und Opfer von den Felsen fern. Der schwere Seegang erschwert die Übung zusätzlich. Der Geologe und Einsatzleiter der Feuerwehr, Antonio Palmieri, überwacht den Einsatz. Woher wir wissen, dass die ersten Vulkanausbrüche unter Wasser stattfanden? Durch die Art, wie sich die Lava bei Acitrezza ausbreitete, die sogenannte Kissenlava. Sie tritt unter Wasser aus und dann wird sie durch den gleichmäßigen Druck des Wassers in die Form eines Kissens gepresst. Doch wie gefährlich ist der Ätna tatsächlich? Boris Behnke beobachtet in der Zentrale des Instituts für Geophysik und Vulkanologie alle seismischen Aktivitäten und Eruptionen. Viele Jahrhunderte lang hat sich der Ätna völlig anders als heute verhalten. Alle paar Jahre gab es aus einem der seitlichen Hänge eine Eruption. Dazwischen gab es Aktivitäten in den Kratern am Gipfel, beziehungsweise in einem einzelnen Krater. Es trat nur selten Lava aus. Und manchmal kam es alle paar Jahre oder nur alle paar Jahrzehnte zu einem Riss an der Seite des Bergs. Und die Lava erreichte Wohngegenden oder kam ihnen zumindest nahe. Der Vulkan stellte nie eine ernsthafte Bedrohung für Menschen dar, da die Lava relativ langsam fließt. Außerdem trat das Gas im Inneren in regelmäßigen Abständen aus. Deshalb waren die Eruptionen schwächer. Das Magma wurde sehr schnell herauskatapultiert. Deshalb haben wir wahrscheinlich kein überschüssiges Magma, das den Berg destabilisieren könnte. Momentan ist die Aktivität sehr stark, da das Magma schnell aufsteigt. Ein Zeichen dafür, dass weniger Gas als früher austritt.
Dabei handelt es sich vor allem um Wasserdampf und Kohlendioxid. Wasserdampf erzeugt den Champagner-Effekt und der Ätna stößt riesige Mengen an Wasserdampf aus. Wir wissen, dass der Ätna derzeit zwischen 1 Million und 2 Millionen Tonnen Wasserdampf pro Tag ausstößt. Die Dichte der Lava aus dem Ätna liegt ungefähr bei 3,1 oder 3,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Es gibt flüssigere Lavaarten, aber diese ist relativ zähflüssig, was uns mehr Zeit gibt, um Menschenleben zu retten. Der Ätna hat im Laufe der Jahrhunderte seine Form verändert. Er hat neue Krater und Lavaströme gebildet. Ein Teil ist vor 64.000 Jahren eingestürzt und hat eine massive Vertiefung in einem seiner Hänge hinterlassen, genannt Valle del Borve. An einem windigen Tag kann man von oben die beeindruckende Größe des Tals erkennen. Es dient als Schutzzone für die größeren Lavaströme, die in Richtung der besiedelten Küste fließen. Ein Teil der herabgestürzten Gesteinsmasse formte die fruchtbaren Ebenen der Stadt Jarre, ein ertragreiches Anbaugebiet. Über die Jahrtausende haben Aschefall und Lavaströme durch die Auswaschungen des Regens Salze und Mineralien im Boden hinterlassen. Qual è la ricchezza vera dell'Etna? Die Quelle des Wohlstands in dieser Gegend ist die unglaubliche Artenvielfalt. Es gibt auf der ganzen Welt kaum Orte mit einer vergleichbaren Vielfalt an Tieren, Pflanzen und Mineralien. Der Rauch und die Asche des Ätna wirken wie ein natürlicher Dünger. La polvere dell'Etna è uno straordinario concime naturale. Wenn wir die Vulkanerde des Ätna mit anderen Böden der Anbaugebiete Italiens vergleichen, finden wir hier eine höhere Konzentration an Mineralien. Das liegt an dem Basalt. Wir haben dadurch einen höheren Anteil an Magnesium, Mangan, Sulfur und so weiter. Im Vergleich zu anderen Böden ist unserer einzigartig. Die botanischen Parks rund um den Ätna mit ihrer wunderbaren Flora und Fauna locken Pflanzenliebhaber aus aller Welt an. Mario Faro ist Botaniker und betreibt die größte Gärtnerei Europas für mediterrane Pflanzen. Das Familienunternehmen befindet sich in Jarres fruchtbaren Ebenen im Valle del Borve. Hier wachsen tropische und subtropische Pflanzen. Wir sind die größte Gärtnerei Europas für mediterrane Pflanzen, am Fuß von Europas größtem Vulkan. Das hier sind Ätna-Zwergpalmen, eine spezielle Züchtung, die sich im Laufe der Jahre perfekt an das hiesige Klima angepasst hat. Diese Art gibt es nur hier, am Fuß des Ätna. Ai bordi e ai piedi del vulcano Etna. Das Saatgut der Zwergpalme wird in der Vulkanerde kultiviert und dann europaweit verkauft. Wenn man die Früchte, oder besser gesagt die Saat der Pflanze, in dem Fall der Ätner Zwergpalme, eingesammelt hat, beginnt ein wesentlicher Prozess für ihr Wachstum. Die Saat wird vom Ast gepflückt und in der Sonne getrocknet. Nach dem Entfernen der Schale treibt sie dann in einer besonders fruchtbaren Schicht Vulkanerde aus. Die Gegend rund um den Ätna ist berühmt für ihre Blutorangenhaine. Durch ihre Anreicherung mit Vulkanasche und dem hohen Anteil an Mineralien sind die Böden besonders für den Anbau von Zitrusfrüchten geeignet. Vulkanerde ist schwarz. Wie man hier sehen kann, ist die Farbe intensiv. Außerdem ist die Erde sehr weich. Sie ist ein Geschenk des Vulkans, des Ätna.
Das Unternehmen hat sich weltweit einen Namen für innovative Bewässerungsmethoden von Zitruspflanzen gemacht. Derzeit experimentiert es mit neuen Züchtungen, wie zum Beispiel einer Kreuzung aus Orangen und Tangerinen. Wir haben hier eine Auswahl von über 30 verschiedenen Zitrusfrüchten. Angefangen bei den Orangen, der sizilianischen Tarocco-Blutorange, dann den Limoni di Siracusa, über Tangerinen und Mandarinen bis hin zu Grapefruits. Wir haben den Zitrusgarten im Stil eines sizilianischen Hauses aus dem 19. Jahrhundert gebaut. Hier führen wir unsere Tests und Experimente durch. Orangen werden vom Herbst bis zum Frühling geerntet und als Früchte oder Säfte in die ganze Welt exportiert. Auch wenn der Wettbewerb hart ist, sind die Blutorangen vom Ätna einzigartig. Unsere Blutorange, die Orange, für die Sizilien weltberühmt ist, wächst fast auf jedem Boden. Aber nur hier, in der Gegend um Catania, hat sie diesen hohen Nährwert, was sie von den anderen weltweit unterscheidet. Dieselbe Zitrusart würde in der Toskana, in Kalabrien oder Apulien niemals diese intensive Farbe mit den Tanninen und dem charakteristischen Geschmack entwickeln. Das haben wir der Vulkanerde zu verdanken, in Kombination mit den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Die Gärtnerei experimentiert auch mit exotischen Pflanzen. Sie hat eine Variante der australischen Eugenia aus der Gattung der Kirschmyrten gezüchtet, die jetzt den Namen des Ätna trägt. Diese Pflanze ist unser ganzer Stolz und das Resultat eines 10-jährigen Experiments, die Eugenia Ätna Fire. Sie hat diese dunkelrote Farbe, daher das Feuer im Namen. Das Mikroklima des Ätna ist auch für äquatoriale Pflanzenarten geeignet. Das tropische Gewächshaus beheimatet afrikanische und südamerikanische Pflanzen. Aber auch im Freien gedeihen die Exoten prächtig. Das ist eine unserer größten Attraktionen im Botanischen Garten. Der Radici pure aus der Familie der Corysia alsina, der Wollbaumgewächse. Er ist wahrscheinlich über 1000 Jahre alt. Das Besondere an ihm ist, dass er über 5000 Liter Wasser gespeichert hat. Das macht ihn zu einem wahren Wassercontainer. Auf diese Weise kann er starke Dürreperioden überleben. Der Ätna ist ein großzügiger Riese, der noch mehr Überraschungen auf Lager hat. In den einzigartigen Landschaften rund um den Vulkan befinden sich jahrhundertealte Weinberge. Die Nachfrage nach den Ätna-Weinen steigt. Insbesondere, da Kenner die Rebsorte Nerello Mascalese wiederentdeckt haben. Am nördlichen Hang des Ätna liegt das Weingut Firiato von Vincia Novara di Gaetano. Als Sizilianerin kannte ich natürlich den Ätna und diese wunderbare Gegend. Als ich sie aber näher kennenlernte, war das fantastisch, da ich jeden Tag etwas Neues entdeckte. Es ist ein so vielfältiger Mikrokosmos, entstanden durch diesen Vulkan. So komplex dieser Vulkan ist, so komplex ist diese wunderbare Welt, die er geschaffen hat. Die Ätna-Weine werden immer beliebter. Händler aus Europa und Nordamerika haben sie in der mittleren Preisklasse neu für sich entdeckt. Hier in der Cavanera Etnea wurden zwei alte Weinpressen restauriert. In den Gewölben aus Vulkangestein lagern die Weine bei idealer Temperatur, die nicht in den Reifeprozess eingreift. Der Önologe Graf Federico Lombardo leitet das Anwesen. Firiato ha scelto di venire a fare viticoltura sull'Etna perché stava cercando un contesto produttivo, un terroir. Sie waren auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Gegend und wollten Wein am Fuße eines Vulkans anbauen. Also war der Etna naheliegend.
Die Familie hat eine alte lokale Rebsorte wiederentdeckt, die in diesen Gegenden angebaut wurde, bevor eine Reblausepidemie Anfang des 19. Jahrhunderts alles zerstörte. Was zur Kultivierung französischer Trauben führte. Hier haben diese Rebstöcke überlebt und zeugen von der besonderen Art, mit der sizilianische Winzer sie vermehren. Sie pflanzen einen Ast in den Boden, der dann einen neuen Rebstock bildet. Wir entdeckten auf dieser Seite des Ätna einen hunderte Jahre alten Rebstock. Er stand schon da, lange bevor die Rebläuse herkamen. Es sind wahre Skulpturen aus Holz, deren Alter wir dank der Universität Palermo und des Nationalen Forschungsrats CNR durch den Nachweis ihres Genoms feststellen konnten. Wir wollten wissen, ob diese alten Pflanzen denselben genetischen Hintergrund haben wie moderne. Wir bauen diese alten Weine weiterhin an, da wir die Tradition und die Weinkultur fortführen wollen. An erster Stelle steht die hiesige Weinkultur. Die Nähe zum Vulkan und das einzigartige Klima sorgen für die gute Qualität der Ätna-Weine. Abgesehen vom Regen an diesem Tag ideal für erlesene Weine. Ätna-Weine haben einen starken Charakter. Wenn man sie mit anderen vergleicht, erkennt man sofort ihre Herkunft und dass sie auf Vulkangestein gewachsen sind. Das liegt an der mineralhaltigen Erde. Unsere Rotweine sind besonders elegant, mit einer feinen Säure und Tanninen, die eine lange Flaschenlagerung möglich machen. Hier sieht man das alte Vulkangestein mit versteinerten Bäumen, die bei jedem Regen Mineralien in die Böden spülen. Der Weinanbau am Ätna hat zwei wesentliche Vorteile. Er wächst in einer Höhe von 650 bis 1000 Metern, bei einer sehr niedrigen geografischen Breite. Im Vergleich zu Mittelitalien haben wir pro Jahr etwa 1000 Sonnenstunden mehr. Das ist sehr viel. Die wunderschönen herbstlichen Farben bei der Weinernte im Oktober zeigen, wie reichhaltig die Erde am Nordhang des Berges ist. Verglichen mit den anderen Böden der europäischen Anbaugebiete ist der Vulkanboden des Ätna sehr jung. An manchen Stellen ist er 20.000 Jahre alt, an anderen erst 300 bis 400 Jahre. Abgesehen davon ist der Ätna aktiv und erneuert den Boden ständig. Auch Olivenhaine gedeihen am Nordhang in 900 Metern Höhe prächtig. Der große Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ist ideal für den Olivenanbau und die Ölproduktion. Die Nocera Etnea Olive braucht dieses spezielle Klima. Hier herrschen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht von bis zu 20 Grad Celsius. Die späte Ernte im November lässt die Frucht lange reifen. Deshalb können wir sie als Tafelolive verwenden oder zur Produktion von Olivenöl. Per la mensa, come quindi frutto a tavola, sia per la produzione dell'olio. Genau wie die Ätna-Weine finden auch die Olivenöle immer größeren Anklang bei Gourmets. L'olio è un extravergine di oliva. Es ist ein extra natives Olivenöl, das ohne Filter kalt gepresst wird und so alle Nährstoffe behält. Daher ist es kein Massenprodukt. In particolare un olio di nicchia. Doch der Ätna sorgt nicht nur für fruchtbare Böden. Er verbessert auch die Wasserqualität im Meer. Trotz schrumpfender Fangquoten erobert der Schwertfisch den Markt. Auch Makrelen, Meereschen, Seebrassen, Barsche, Tintenfische und Oktopusse schwimmen nach wie vor reichlich in den Gewässern. Thank you.
Das Fischerdorf Acitrezza wurde auf Lavagestein gebaut. Es ist ein Meeresschutzgebiet mit einer Mischung aus sauerstoffhaltigem Süßwasser und Meerwasser. Ein idealer Lebensraum für Pflanzen und Fische. Die Fischer schreiben die Schmackhaftigkeit ihrer Fische dem besonderen Plankton zu, das dort wächst, wo das Süßwasser des Ätna sich mit dem Meer vermischt. Der Sauerstoffgehalt ist einzigartig. Dieses Plankton ist die Leibspeise der berühmten roten Garnele. Sogar das Meer profitiert vom Ätna. Hier wächst eine spezielle Algenart auf dem Lavagestein, die auch die Fische, die sich von ihr ernähren, sehr gut schmecken lässt. Aus kulinarischer Sicht bereichert der Ätna also auch unsere Fischbestände, denn er verleiht ihnen einen besonders guten Geschmack. Das freut natürlich die Gastronomen. Anche nel mare, perché dà al pesce un gusto assolutamente particolare. Die malerischen Fischerdörfer entlang der Küste unter dem Ätna haben eine Vereinigung gegründet mit dem Ziel, den lokalen Fischhandel zu unterstützen und zu modernisieren. Und das einzigartige Kulturerbe von alten Fischerdörfern wie Ognina und Acitrezza zu erhalten, das viele Touristen anlockt. Das kristallklare Wasser im Schatten des Ätna löste im vergangenen Jahrzehnt eine Blue Economy in der gesamten Region aus. Sizilien hat einen eigenen Bezirk für die Fischindustrie errichtet, der inzwischen mehr als 140 Firmen aus der Fischereibranche beheimatet. Heute werden hier mehr als 265 Millionen Euro umgesetzt, davon 60 Millionen aus Exporten ins Ausland. Die Region bewahrt die alten Fischvorkommen für nachfolgende Generationen, indem sie in innovative Aquakultur und zertifizierten Fischfang investiert. Bei Sonnenuntergang liefern die Fischer ihre Fänge an die Restaurants entlang der Küste aus. Ganz in der Nähe bereitet ein renommierter Koch Fisch auf höchstem Niveau der sizilianischen Küche zu. Es ist eine hohe Kunst, frischen Fisch, Tintenfische, Oktopusse und Krustentiere zu präsentieren, ob gegrillt oder roh. Die Touristen kommen in Scharen, um einen typisch sizilianischen Abend mit Fischgerichten und Tanz zu genießen. Während sich die Gäste vergnügen, signalisieren die aufgehenden Sterne über dem Ätna den Fischern, dass es Zeit ist, ihre Lampara-Netze auszuwerfen. Sie rudern an den Vulkanklippen entlang, während ihre Lampen das klare Wasser unter ihnen durchleuchten. Catania hat den Berg für sich allein. Die Stadt Catania und ihre alte Burg wurden auf Vulkangestein erbaut. Im April 1669 wurde ihr die Nähe zum Ätna zum Verhängnis. Das Benediktinerkloster im Norden der Stadt trägt noch immer die Spuren des Vulkans. Die Lava floss durch die Stadt und in den Festungsgraben. Das Gebäude blieb unversehrt. Catania wurde 1693 von einem Erdbeben zerstört und im barocken Stil wieder aufgebaut. Charakteristisch ist der Kontrast zwischen dem weißen Stein aus Syrakus und dem schwarzen Lavagestein des Ätna. Ein faszinierendes schwarz-weißes Mosaik. Die wunderschöne Architektur der Stadt hat noch mehr zu bieten als schwarzes und weißes Gestein. Das römische Amphitheater und die byzantinischen Bäder zeugen von vergangenem Reichtum, auch wenn viele der alten Steine über die Jahrhunderte hinweg für den Bau neuer Häuser abhanden gekommen sind. Das Amphitheater wurde aus Vulkangestein erbaut. Wasser bahnt sich seinen Weg aus dem Berg durch das Fundament des Bauwerks. Das ehemals griechische Theater wurde von den Römern übernommen und ausgebaut. Die Zisterne versorgt die Stadt auch heute noch mit Wasser.
Bei dem Vulkanausbruch im April 1669 wurde das Amphitheater komplett unter Lavaasche begraben. Später wuchs die Stadt um die alten Ruinen herum weiter an, weshalb heute nur noch ein Teil davon zu besichtigen ist. Dabei erstreckt sich das Labyrinth aus unterirdischen Gängen weit unter die Wohnviertel, die darüber gebaut wurden. Beim U-Bahn-Bau im Herzen der Stadt traten in der Tiefe weitere uralte Lavaströme zutage. Ein seltener Blick unter die Stadt am Fuß des Ätna. Auch hier fließt das unterirdische Wasser aus dem Ätna durch, was Bürgermeister Enzo Bianco vor eine Reihe technischer Herausforderungen stellte. Egal wo in der Stadt gegraben wird, man stößt immer auf den Ätna und Wasser aus seinen unterirdischen Quellen. Das liegt daran, dass er im Winter von Schnee bedeckt ist, der im Sommer schmilzt. Das Wasser ist eines der großen Reichtümer der Stadt, die auf dem Vulkan entstanden ist. Neben dem emsigen Treiben auf dem Fischmarkt steht die Kathedrale von Catania. Am Altar sehen wir die heilige Agatha. Überall in der Stadt findet man Bilder und Souvenirs von ihr. Die Schutzpatronin der Stadt wird jedes Jahr mit einem prächtigen Fest geehrt. Die Einwohner Catanias haben keine Angst vor dem Ätna. Wir nennen ihn Amuntania, den Berg, und fühlen uns eng mit ihm verbunden, da er zur Stadt gehört. Er hat den Charakter unserer Stadt und ihrer Einwohner geprägt. Wenn ich Catania beschreiben müsste, dann würde ich schlichtweg sagen, es ist eine vulkanische Stadt. Der Ätna ist für uns alle ein weiblicher Berg. Eine typische sizilianische Mama, die in der Küche steht und überlegt, was sie zum Abendessen kochen soll. Hin und wieder ist sie etwas durcheinander und schlecht gelaunt, aber immer großzügig. Manchmal heißt es, hey, mehr Respekt. Und den kriegt sie. Der Berg wird rund um die Uhr von der Zentrale der Niederlassung des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Catania überwacht. Überall auf Sizilien und rund um den Ätna stehen Sensoren, die Daten liefern. Wir messen alles, was man in vulkanischen und seismischen Gegenden messen kann. Wir haben seismische Stationen aller Art. Die meisten davon sind digital. Wir vermessen Veränderungen am Boden, ob der Vulkan anschwillt oder absackt und ob sich die Hänge verändern. Wir erfassen auch den Austritt von Gas, die Erdanziehung, den Magnetismus, austretende Hitze und Auswurfmaterial, das aus dem Krater herausgeschleudert wird. Wir messen die Menge und die Geschwindigkeit. Es ist dasselbe Prinzip wie bei Autos, die in die Radarfalle geraten. Alle Erdstöße werden aufgezeichnet. Doch sie werden erst dem Zivilschutz gemeldet, wenn sie auf der Richterskala über 2,4 liegen. Wenn unsere Geräte ein Erdbeben melden, lokalisieren sie das Epizentrum und die Tiefe. Es handelt sich nicht immer um ein richtiges Erdbeben, aber meistens. In diesem Fall hatte es eine Tiefe von fast 17 Kilometern. Typischerweise war es hier von geringer Stärke. Die Geräte zeigen uns auch, in welchen Stationen die Daten aufgezeichnet wurden. Das hilft uns bei der Auswertung. Um den Ätna ranken sich seit Jahrtausenden Legenden. In seinem Inneren soll Vulcanus, der römische Gott des Feuers, leben. Zudem soll eine der vielen Lavahöhlen dem einäugigen Zyklopen Polyphem als Unterschlupf dienen, der von Odysseus in Homers Epos Die Odyssee geblendet wurde. Der Berg inspiriert die Menschen zu mystischen Gefühlen. Der Ätna hat etwas Mystisches. Viele Menschen haben das Gefühl, dass da etwas ist. Er hat etwas Religiöses, da manche Menschen das Gefühl haben, dort Gott nahe zu sein. Der Vulkan setzt Energie frei.
starke Energie, die man spürt. Manche Menschen macht sie nervös. Andere haben eine natürliche Verbindung zu diesem Energiefeld, das einen durchdringt und begleitet. Wenn man sich auf diese Energie einlässt, die sich in der wunderschönen Natur um uns herum ausdrückt, kann man reinigende Momente erleben. Ganz besondere Momente, in denen man Teil des Berges wird, Teil dieses einzigartigen Ortes. Diese Momente muss man voll auskosten. Lavaströme und Aschefelder haben diese italienische Region in ein Paradies verwandelt, in dem die landwirtschaftlichen Erzeugnisse reichlich und von hoher Qualität sind. Und langsam versinkt die Sonne hinter dem Gipfel des Ätna, dem aktivsten Vulkan Europas. Über der Türkei geht die Sonne auf. Langsam erreicht sie die gewaltige Caldera der griechischen Insel Nisiros. Und es offenbart sich einer der größten aktiven Vulkane des Mittelmeerraums. Die Caldera bildet das Zentrum dieser wilden Insel mit knapp 1000 Einwohnern, die zu den kleinsten im Dodekanest zählt. Hier findet man typische Kalkhäuser, wunderschöne Landschaften und hat einen fantastischen Ausblick auf die Ägäis. Die griechische Insel Nisiros ist nicht leicht zu erreichen. Sie verfügt über keinen Flughafen, also bleiben nur die Fähren von Rhodos und Kos. Es gibt kein natürlich vorkommendes Süßwasser. Nur wenige Touristen nehmen die Reise auf sich, um die beeindruckende Caldera aus nächster Nähe sehen zu können. Auf der ganzen Insel verstecken sich zahlreiche heiße Quellen. Immer wieder bebt das Land. Der Nisiros gehört zu Europas Hochrisikovulkanen. Nisiros ist eine magische Insel. Vor allem für Menschen, die gern ihre Ruhe haben und Orte besuchen wollen, die noch nicht durch den Tourismus zerstört wurden. Für uns ist der Vulkan ein Segen und wir hoffen, dass er auch weiterhin viele Menschen zu uns bringt. Nisiros und seinen Vulkan muss man meiner Meinung nach unbedingt auch aus der Vogelperspektive gesehen haben. Die Insel ist wunderschön und man sieht sich einfach nicht satt daran. Die blubbernden, schwefelhaltigen Quellen mit ihrem beißenden Geruch weisen eindeutig darauf hin, dass es sich hier um einen aktiven Vulkan handelt. Es ist der zweitgrößte in der Ägäis. In der Caldera befindet sich eine Ansammlung kleiner, frei zugänglicher Krater, die exotische Namen haben. Stephanos, Alexandros und Polyvottis. Der Stephanos-Krater ist im südlichen Bereich der Caldera. Er ist der aktivste von allen und stößt regelmäßig Rauch und Flüssigkeiten aus, weshalb er zu den Hauptattraktionen der Insel zählt. Um die Caldera ragen Berge bis zu 550 Meter hoch in die Luft. Sie bilden ein Mosaik aus farbenprächtigem Gestein und Mineralablagerungen, die das Ergebnis früherer Eruptionen sind. Von den Dörfern auf der Bergkuppe aus führt eine schmale Straße durch eine fruchtbare Landschaft, die Lucky-Ebene. Hier stoßen wir auf eine besondere Farm. Der Geologe Georgios Vogiokalakis lebt auf Nisiros. Er kam vor langer Zeit hierher, um die Geologie des Vulkans zu erforschen und hat sich schließlich auf der Insel niedergelassen.
Die feine vulkanische Asche sorgt dafür, dass der Abstieg in die Caldera etwas rutschig ist. Man muss schon ein wenig Mut aufbringen, um sich hinunterzuwagen. Georgios hat seine beiden Söhne mitgebracht, die im weit entfernten Athen studieren. Diese gelben Kristalle sind Schwefelablagerungen. Sie entstehen, wenn Hydrogensulfid mit Luft in Kontakt kommt. Man hat sie früher für die Landwirtschaft genutzt, um den Boden mit reduziertem Schwefel anreichern zu können. Der Stefano-Krater, auf dem sich jeder, der Hitze aushält, frei bewegen kann, sondert unentwegt Hydrogensulfid-Dämpfe ab, die bekanntermaßen nicht sehr angenehm riechen. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass sich um die aktiven Fumarolen herum zunehmend Schwefel absetzt. Der Kraterboden ist mit Nebelschwaden bedeckt, die durch die Erdkruste nach oben gelangen. Aufgrund der Sonneneinstrahlung bilden sich zahlreiche Risse. Tagsüber gibt es hier keinen Schatten und die Temperatur nimmt erbarmungslos zu. In diesem Krater kommt es immer wieder zu hydrothermalen Eruptionen, da der Vulkan aktiv ist. Durch das Austreten des heißen Grundwassers ist der gesamte Boden der Caldera mit kleinen Kratern übersät. Wir können nicht genau sagen, wann der Stefano-Krater entstanden ist, aber er kann auf etwa 6.000 bis 7.000 Jahre vor Christus zurückdatiert werden. Das heiße Wasser wird durch den Druck des Lavafeldes, das direkt unterhalb des Grundgesteins liegt, nach oben gepresst. Es ist immer noch kochend heiß, wenn es austritt. Die sogenannten Schlammsprudel sind ein erstaunliches Phänomen. Sie bilden sich durch die Vermengung des heißen Wassers mit vulkanischer Asche und anderen Partikeln. Der Vulkan auf Nisiros ist wirklich einzigartig. Dieser Ort eignet sich hervorragend für das Erforschen von Vulkanen, da man hier jede vulkanische Besonderheit vorfindet. Von Unterwasseraktivitäten bis hin zu eruptiven Ereignissen. Nisiros ist eine kleine Insel mit einem Durchmesser von 8 Kilometern und befindet sich im Zentrum des Dodekanes, nur wenige Kilometer von der Türkei entfernt. Sie ist Teil des Kykladenbogens, zu dem auch berühmte Vulkaninseln wie Santorin zählen. Dieser markiert die Grenze zwischen der anatolischen und der afrikanischen Kontinentalplatte. Die Insel liegt am südlichen Rand eines riesigen, unter der Meeresoberfläche gelegenen Vulkansystems, das sich bis zur Insel Kos erstreckt. Dort haben die geothermalen Aktivitäten das Bild der Klippen entscheidend geprägt. Wellen treffen auf vulkanisches Gestein und schwarzen Sand. Klare Belege dafür, dass sich unterhalb der Insel ein Feuerberg befindet. Vom traumhaften Agios Stephanos Strand auf der Kephalos Halbinsel sieht man die Insel Giali, die zwischen Nisiros und Kos liegt. Das kleine Eiland besteht neben Obsidian und Basalt größtenteils aus Bimstein und gehört wie einige andere kaum besiedelte Inseln zur Gemeinde Nisiros. Die Gemeinde pflegt seit 2500 Jahren eine enge Beziehung zur Insel Kos. Damals hat Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, im Asklepios auf Kos Patienten behandelt, von denen er einige zur Genesung zu den Thermiani-Quellen auf Nisiros schickte. Diese Quellen stellten durch die gesamte Antike hinweg ein zentrales therapeutisches Element dar. Heute hat Nisiros nur etwa 1000 Einwohner, nachdem zahlreiche Familien in die USA und nach Australien ausgewandert sind,
um der Nachkriegsarmut und den Erdbeben zu entfliehen. Aber die Emigranten sind ihrer Heimat gegenüber stets loyal und schicken Geld, damit die Insel modernisiert werden kann. Die meisten kommen regelmäßig zu Besuch. Bürgermeister Christopher Coroneus hat früher an der Columbia University Chemieingenieurswesen gelehrt, bevor er 2014 ins Amt gewählt wurde. Eines seiner Hauptanliegen ist die Restaurierung der in die Jahre gekommenen Heilbäder. Dafür nimmt er auch in Kauf, dass diese von Privatinvestoren geführt werden. Wir sind hier im Thermalbad von Mandraki. Dieser Ort hat sehr viel Geschichte. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Inselbewohnern errichtet, die zuvor in die USA ausgewandert waren. Das hier ist mein guter Freund Tony. Hallo, Tony. Hallo. Tony stammt von dieser Insel und hat viele Jahre in New York gelebt, genau wie ich. Er ist ebenfalls zurückgekehrt und hat ein Hotel eröffnet. Wir treffen uns sehr oft und trinken ein Glas Zipuro. Es ist ein traditionelles Getränk, das aus Weintrauben hergestellt wird. Zum Wohl. Zum Wohl. Dieses alte Gebäude ist tatsächlich das modernste Heilbad der Insel. Einheimische Besucher zahlen hier 30 Euro für den Zugang zu den Bädern, inklusive einer Übernachtung. Man kann erkennen, dass erst vor kurzem jemand hier war. Aber es wird keine Werbung dafür gemacht. Das Bad wird nicht sehr effizient genutzt. Das zweistöckige, verwahrloste Gebäude strahlt etwas Trauriges aus, aber gleichzeitig auch Romantik. Versorgt wird das Heilbad mit natürlich produziertem Dampf, der direkt aus den Bergen hierher geleitet wird. Das Wasser in unseren Thermalbädern beinhaltet bestimmte chemische Substanzen, die deutlich zur Heilung gesundheitlicher Probleme beitragen. Egal, ob es sich um Schmerzen in den Beinen oder Hautausschläge handelt. Viele Leute mieten sich für 7 oder 10 Tage in einem dieser Bäder ein und fühlen sich danach viel besser. Das Heilbad und das benachbarte Hotel, das noch nicht fertiggestellt wurde, werden bald voller Touristen aus ganz Europa sein. Und so wird dieser Ort wieder mit Leben erfüllt werden. Wir sind gerade dabei, die Renovierung dieses Thermalbads in Angriff zu nehmen. Ein privater Investor wird es in Zukunft führen. Das Hotel soll im 4- oder 5-Sterne-Segment liegen. Dann wird dieses Bauwerk wieder zum zentralen Element der Wirtschaft unserer Insel. Das ist meine Vision. Den Rest des Tages verbringen wir in der Bar des Heilbads. Hier kann man in einer schlichten, aber einladenden Umgebung lokale Spezialitäten genießen und die typische Atmosphäre dieser Insel in sich aufsaugen. Nisiros war bereits zu Zeiten des Hippokrates berühmt für seine Heilbäder. Der Begründer der modernen Medizin hat aus den Thermiani-Quellen ein therapeutisches Zentrum gemacht. Später wurden sie von den Römern genutzt, die in der Nähe der Kapelle Panagia Thermiani-Heilbäder errichtet hatten. Nisiros war Ende des 19. Jahrhunderts für Menschen, die gern Heilbäder aufgesucht haben, der bedeutendste Ort der Welt. Menschen aus Konstantinopel, Smyrna und ganz Ägypten sind hierher gekommen, um die Thermalbäder zu nutzen. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass Hippokrates seine Patienten auf diese Insel geschickt hatte, um derartige Bäder zu nehmen.
Weiter südlich stößt man auf einen riesigen Thermalkomplex, der zwischen 1800 und 1940 als eine der Perlen des Mittelmeerraums angesehen wurde und zahlreiche wohlhabende Besucher aus entfernten Städten wie Haifa und Alexandria angelockt hat. Also bereits vor der Eröffnung öffentlicher Bäder. Er wurde teilweise restauriert, aber die Bürokratie hat dafür gesorgt, dass die Arbeit ruht. Zwischen den 1950er und 1980er Jahren waren unsere Thermalbäder das Rückgrat der Wirtschaft dieser Insel. Auf Giali existierte zudem eine Bimssteinfabrik. Aber dann kam es zu einem Einbruch und seitdem rotten die Gebäude vor sich hin. Diese Höhle in der Nähe des Dorfes Emporios wird bis heute für die Behandlung von Rheuma und Arthrose genutzt. Es ist eine Art natürliche Sauna, die durch Effektivität besticht. Aphrodite Boucloy besitzt ein Hotel mit Meerblick. Ihre Besucher haben nicht nur direkten Zugang zum Meer, sondern können auch einen privaten Pool nutzen, der mit Thermalwasser gefüllt ist. In der Hoffnung, direkt auf Meerwasser zu stoßen, haben sie und ihr Mann losgegraben. Stattdessen haben sie natürliche Thermalquellen entdeckt. Ein unerwarteter Segen für ihr Hotel. Wir hatten keine Ahnung, dass sich genau hinter unserem Hotel eine geothermische Quelle befindet. Wir haben eigentlich nach Meerwasser gesucht, aber das ist natürlich viel besser. Jetzt haben wir unsere eigene Quelle. Unter Nisiros befinden sich zwei Thermalwasserschichten. Eine in 1000 Meter Tiefe, die andere in 2000. Direkt darunter sorgt ein Lavafeld für konstanten Druck auf die Caldera, die während einer katastrophalen Eruption eingebrochen ist. In der Geschichte ist es insgesamt zu 13 phreatischen Explosionen gekommen und der Vulkan reißt bis heute Risse in den Untergrund. 2001 tritt infolge der konstanten Bewegung der Erde und des Wassers ein neuer in der sogenannten Lucky-Ebene auf. Die erste geothermische Bohrung reichte bis etwa 1850 Meter unter die Erde. Dabei sind wir auf einen Ausläufer der Magmakammer gestoßen. Also befindet sich die Kammer vermutlich in einer Tiefe von 3 bis 5 Kilometern. Der Aufbau des Vulkans ist ungewöhnlich. Bei Eruptionen ist hauptsächlich phreatischer Schlamm ausgetreten. Der Boden ist eher sandig als steinig. Der Schwefel verleiht ihm eine gelbliche Farbe. Die Magmakammer ist sehr seicht. Nisiros ist ein vergleichsweise junger Vulkan. Die Spitze ist erst vor etwa 150.000 Jahren aus dem Meer aufgetaucht. Über einen Zeitraum von etwa 100.000 Jahren sind dann der Vulkan und die Insel entstanden. Anschließend kam es zu zwei großen Eruptionen, durch die sich überall Bimsstein verteilt hat. So ist die Caldera entstanden. Das war also vor etwa 50.000 Jahren. Danach kam es erneut zu vulkanischen Aktivitäten, durch die unsere Bergzüge entstanden sind. Das war vor etwa 15.000 bis 30.000 Jahren. So wurde dieser Insel ihr Gesicht verliehen. Wie alle aktiven Vulkane bietet auch dieser die Möglichkeit, Erdwärme als Energielieferanten zu nutzen. Aber die Inselbewohner sind geteilter Meinung. Studien haben ergeben, dass dieses Feld hier etwa 20 Megawatt für die Stromversorgung produzieren könnte. So it's,
Die Nutzung wäre sicher ökonomisch sinnvoll. Und man könnte damit auch die umliegenden Inseln versorgen. In der Caldera wurden zwei Bohrungen durchgeführt. Aus ökologischer Sicht hätte das meiner Meinung nach nicht passieren dürfen. Vielleicht hat man dadurch Probleme verursacht. In einer geothermalen Schicht wurden Temperaturen von bis zu 350 Grad gemessen. Das ist natürlich ganz schön heiß. Auf dieser Welt findet man nur sehr wenige derartige Hitzequellen. Und es herrscht ein 30-facher atmosphärischer Druck. Das entspricht etwa der Kraft einer Atombombe. Falls sich die Bevölkerung von Nisiros irgendwann dafür entscheiden sollte, muss natürlich die Caldera gesichert werden. Vor allem im Süden der Insel. Wenn man das alles sorgfältig plant, dürfte es auch keine negativen Auswirkungen haben. Im Inneren der Caldera sollen 20 Megawatt produziert werden. Das beinhaltet den Austritt von Hunderttausenden Kubikmetern Wasser. Natürlich müsste all das ins Meer umgeleitet werden und würde für große Probleme sorgen. Ich setze mich seit meiner Kandidatur für dieses Amt für die Ablehnung dieses Projekts ein. Und ich bin nur aus wissenschaftlichen Gründen dagegen. Erdwärme bezeichnet eine spezielle Art der Energieerzeugung, bei der Wärme durch Turbinen in Strom verwandelt wird. Das klingt wie eine sichere Form der Energiegewinnung. Allerdings hat sie auch Nachteile. Vor allem das Problem der Entsorgung der Schlämme, die durch die künstlichen Öffnungen nach oben befördert werden. Ich bin Chemieingenieur und meine Fachgebiete sind erneuerbare Energien und Umweltmanagement. Also weiß ich, was die ökologischen Folgen wären, nicht nur für das Wasser, sondern auch für die Luft. Bürgermeister Koroneos hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wunderschöne wilde Natur von Nisiros zu erhalten. Diese birgt bis heute viele Rätsel, da sie teilweise nur schwer zugänglich ist. Das ist Mandraki, Hauptstadt und einziger Hafen der Insel. Ein idyllisches Labyrinth aus weißen Gebäuden, das sich unterhalb einer imposanten Gesteinsformation befindet, auf der das Kloster Panagia Spiliani thront. Die Fähren, die von Kos ablegen, sind klein und fahren eher unregelmäßig. Man muss früh am Hafen von Kardamea sein, um noch einen Platz für sein Auto zu bekommen. Alles, was auf die Insel kommt, von Wasserflaschen bis hin zu Tageszeitungen, wird per Fähre geliefert. Während der Wintermonate legt pro Tag nur eine Fähre an, wenn überhaupt. Vor etwa einem Monat bin ich aus New York zurückgekommen. Der Flug nach Athen war kein Problem. Als ich auf Kos war, musste ich aber eine Nacht dort verbringen, weil ich erst am nächsten Tag um 13 Uhr nach Nisiros fahren konnte. Die Überfahrt von Kos nach Nisiros hat mich mehr Zeit gekostet als die Reise von New York nach Kos. Die 18-Uhr-Fähre benötigt für die Fahrt von Kos nach Nisiros etwas über eine Stunde. Dabei kommt man auch an der Bimssteininsel Giali vorbei, die eine der Haupteinnahmequellen der Gemeinde Nisiros darstellt. Aphrodite Bukloi öffnet ihren Laden nur, wenn Touristen ankommen. Der Vulkan versorgt uns. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Vermutlich wären wir längst ausgewandert. Er sorgt dafür, dass wir leben können. Die Insel ist sehr grün, voller Bäume und Tiere.
Es ist ein wundervoller Ort mit einem fantastischen Panorama. Nisiros hat sehr viel zu bieten. Und der Vulkan bringt uns Touristen. So können wir Geld verdienen und gut leben. Die Dunkelheit bricht herein. Alle Touristen sind verschwunden. Auf Nisiros kehrt wieder Ruhe ein. Die Caldera ist die größte Attraktion für Touristen. Das wunderschöne Landschaftsbild wird nicht durch Läden und Bars gestört. Es gibt nur einen Kiosk, der hauptsächlich Kaffee und ein einheimisches Mandelgetränk namens Sumada anbietet. Der Vulkan ist ein wichtiges Element unseres Lebens. Er ist ein großer Gewinn, nicht nur in geologischer Hinsicht, sondern auch in ökonomischer, da wir dank ihm sehr viele Touristen willkommen heißen. Dadurch verdienen die Einheimischen, die in der Gastronomie oder anderen Geschäftszweigen arbeiten, genug Geld. Eine Reihe von Faktoren hat Nisiros davor bewahrt, dem Massentourismus zum Opfer zu fallen. Das können nur wenige griechische Inseln von sich behaupten. Hindernis Nummer eins ist die Anfahrt. Es legen nur wenige Fähren aus Kos und Rhodos hier an. Außerdem gibt es kein Trinkwasser, abgesehen von destilliertem Regenwasser, das in Zisternen gesammelt und dann in eine Verarbeitungsanlage gebracht wird. Aphrodite Boukloi führt nicht nur ein Hotel mit eigener geothermaler Quelle, sondern auch einen Laden im Hafen von Mandraki, der Hauptstadt der Insel. Hier verkauft sie das bereits erwähnte Mandelgetränk Sumada, verschiedene Sirupsorten und vulkanischen Schlamm, der angeblich ein Wundermittel gegen Hautkrankheiten sein soll. Mein Ehemann hat ein altes Familienrezept. Früher hat man den Vulkanschlamm zur Behandlung von Hautkrankheiten bei Tieren benutzt. Er hat die Zusammensetzung verbessert und den Schwefel und den Bentonit durch Ilmenit, bittere Mandeln und geothermisches Wasser ersetzt. Diese Gesichtsmaske hilft Menschen, die Ekzeme, allergische Ausschläge, Probleme mit der Wundheilung oder Akne haben. Der Schlamm muss sorgfältig gereinigt werden, wenn man ihn für solche Zwecke nutzen möchte. Mein Mann sammelt den Schlamm selbst ein. Es muss ein paar Wochen geregnet haben, damit er brauchbar ist. Er weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Dann geht er los und bedient sich an den richtigen Schlammsprudeln. Nach dem Einsammeln säubert er ihn, und zwar ganz behutsam per Hand. Dann wird er mit geothermischem Wasser vermengt und noch ein paar Wochen stehen gelassen. Diese wundersame Schlamm-Mandelmischung stammt aus dem Nisiros-Krater, in dem täglich Hydrogensulfid-Dämpfe an die Oberfläche gedrückt werden, wo sie sich in kristalliner Form ablagern. Vielleicht liegt es an der geologischen Struktur des Vulkans. Er ist wirklich einzigartig und das gilt auch für unsere Gesichtsmaske. Vulkanischer Boden ist fruchtbarer. Deshalb hat Nisiros eine wunderschöne, vielfältige Flora. Außerdem ist er sehr produktiv. Früher wurden in der Lucky-Ebene alle Gemüse- und Obstsorten angebaut, die man hier so benötigt. Es gibt genug Weideland für Tiere, deshalb gibt es bei uns sehr viele. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass sie Probleme mit sich bringen. Der Vorteil, dass wir durch den Export von Fleisch unsere Wirtschaft ankurbeln können. Die ältesten Weinreben hier sind angeblich etwa 60 bis 70 Jahre alt. 60, 70 Jahre ago.
Michele Andreottis hat 12 Jahre lang in New York gelebt und ist nun zurück in seiner Heimat, wo er und seine 5 Brüder aufgewachsen sind. Er ist unter die Winzer gegangen und stellt Wein aus einer Reihe seltener einheimischer schwarzer Trauben her, die er wiederentdeckt hat, den sogenannten Marvo Thilico. Dank des Vulkans und der Isolation der Insel konnte dieser Wein die Reblausplage überleben, der zahlreiche europäische Rebsorten zum Opfer gefallen sind. Thilico bedeutet weiblich und Marvo schwarz. Frauen bevorzugten diese Art Wein, weil die Trauben süßlich sind. Also nannten sie ihn Marvo Thilico, schwarz-weiblich. Andreottis füllt ihn für Freunde und Familie ab. Er hat das Etikett entworfen, das eine Stickerei seiner Mutter zeigt und die Geschichte von Nisiros erzählt. Diesen Wein findet man an keinem anderen Ort der Welt. Mein Bruder Ted ist ein großer Weinkenner. Er lebt ebenfalls in New York und führt dort ein Restaurant. Er hat mich mit seiner Leidenschaft angesteckt. Am Anfang habe ich mich schwer getan, aber mittlerweile liebe ich diese Arbeit und würde sie gegen nichts anderes eintauschen wollen. Der größte Teil der sonnendurchfluteten weißen Kalksteindörfer befindet sich an der Ostseite der Hügel. So sind die Bewohner vor den rauen Westwinden geschützt, vor allem während des Winters. Auf der Insel gibt es zahlreiche Klöster. Nisiros war während der byzantinischen Epoche ein wichtiger Knotenpunkt auf den Handelsrouten zwischen Anatolien und dem griechischen Festland. Hier konnten erschöpfte Händler einen Zwischenstopp einlegen. In den Dörfern der Insel herrscht eine friedvolle Atmosphäre. Nisiros wird von einer unsichtbaren Wolke vulkanischer Dämpfe eingehüllt. Dazu zählen auch Schwefel, Kohlendioxid, Methan und Lithiumgase. Man findet hier Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Lithium und Zirconium. All diese Elemente können dazu beitragen, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Neben erneuerbaren Energien steht der Ausbau einer besonderen Einnahmequelle ganz oben auf der Agenda des Bürgermeisters. Bimsstein ist ein rein vulkanisches Produkt, das zwischen Kos und Nisiros in rauen Mengen vorhanden war. Aus diesen Ablagerungen entstand die einzigartige Insel Diali. Von Nisiros aus erreicht man sie innerhalb von 15 Minuten. Während der Fahrt gleitet man über völlig klares Wasser und schwarzes Vulkangestein. Die Insel besteht aus 2 Teilen, die durch eine Landbrücke miteinander verbunden sind. Der Export von Bimsstein wurde 1956 ins Rollen gebracht. Seither bringt unsere Bimssteinmine der Insel sehr viel Wohlstand ein. Einerseits natürlich vielen Bewohnern, weil sie für zahlreiche Arbeitsplätze sorgt. Andererseits spült sie aber auch eine Menge Geld in die Kassen der Gemeinde. Unsere Gemeinde ist für 13% des weltweiten Bimssteinhandels verantwortlich. Bims wird in verschiedensten Bereichen genutzt, vom Bauwesen bis hin zur Herstellung von Zahnpasta. Hunderttausende Tonnen werden jedes Jahr exportiert. Dieser Schwingförderer belädt die Schiffe mit dem weißen Pulver, bevor es sich auf die Reise um die Welt macht. Es legen regelmäßig Schiffe an der Insel an, um mit Bimsstein beladen zu werden. Die Mine ist rund um die Uhr in Betrieb. Von dort aus wird das Pulver dann in die USA, nach Israel, Frankreich, Deutschland und andere Länder gebracht. Das kristallklare Wasser um Nisiros und Giali erinnert an das türkisfarbene Meerwasser der Karibik.
Der weiße Bimssteingrund sorgt in Kombination mit schwarzem Obsidian und dem gelben und roten vulkanischen Gestein für die Farbgebung. An Sonntagen ist die Mine außer Betrieb. Dann unterstreicht die fast gespenstische Stille die Schönheit des klaren Wassers und der Landschaft mit ihren weißen Klippen und schwarzen Obsidian- und Basaltfelsen. Die Mine eröffnete mir auch in meiner heutigen Position sehr viele Möglichkeiten. Und ich konnte auch nur dank der Tatsache, dass mein Vater dort als Direktor gearbeitet hat, studieren und meinen Weg gehen. Der Vulkan ist allgegenwärtig, im Wasser, an Land und in den Köpfen und Herzen der Inselbewohner. Auf Nisiros leben weniger als 1000 Menschen. Die Insel hat schon bevölkerungsreichere Zeiten erlebt. Aber bevor die Bimssteinmine eröffnet wurde, herrschte durch den Verfall der Heilbäder große Armut. Diese Terrassen waren einst voller Olivenbäume und Weinreben. Die erste große Auswanderungswelle ereignete sich 1832 nach dem griechischen Unabhängigkeitskrieg, in dessen Folge einige griechische Inseln in der Hand des Osmanischen Reiches blieben. Anfang des 20. Jahrhunderts lag Nisiros im italienischen Machtbereich und die Bevölkerungszahl erhöhte sich auf fast 5000. Aber 1953 zerstörte ein gewaltiges Erdbeben zahlreiche Gebäude und ganze Dörfer wie Emporios. Im Anschluss daran kam es zu einer Massenemigration. In 1910 hatte Nisiros knapp 5000 Einwohner. Heute sind es weniger als 1000. In den 1950er und 60er Jahren haben sehr viele Menschen die Insel verlassen. Viele davon haben im Ausland Familien gegründet, vor allem in den USA und Australien. In den USA leben etwa 3.000 bis 4.000 Nisirer. Andere haben sich in Athen, auf Rhodos in Kanada und Australien niedergelassen. Christopher Coroneus ist seit 2014 Bürgermeister. Davor hat er in New York Chemieingenieurswesen gelehrt. Und die Verbindung zu New York ist heute stärker als je zuvor. Das hier ist die Nasdaq in New York. Sehen Sie, was da steht? Daran erkennt man, dass die Nisirer in New York großen Einfluss haben. Schließlich ist das ein sehr wichtiges Börsengebäude. Mitten am Times Square. Diese kleine vulkanische Insel hat in der Börsenwelt der Wall Street einiges zu sagen. Einer unserer Landsleute, John Katsimatidis, hat es in die Forbes-Rangliste der reichsten Milliardäre der Welt geschafft. Er hat ein Vermögen von über 4 Milliarden Dollar. Mittlerweile werden einige der Terrassen von den Kindern und Enkelkindern ehemaliger Auswanderer zum Leben erweckt. Heute gibt es hier wieder eine aktive Weinkälterei und eine Brennerei. Hier wurden die Weintrauben zusammen mit einigen anderen Zutaten zum Maische vermengt. Diese kam dann in große Tonbehälter. Hier wurde kein bisschen Beton verbaut. Das ist alles Naturstein. Das Trockenmauerwerk hat hunderte von Jahren überlebt, obwohl es viele Jahrzehnte vernachlässigt und zahlreichen Erdbeben ausgesetzt wurde. Hier wurde früher Raki gebrannt. Die Trauben wurden aufgekocht, um für eine Destillation des Alkohols vom Saft zu sorgen. Dieser Ort sieht heute noch genauso aus wie vor 100 Jahren.
Neben den Olivenbäumen standen hier Unmengen an Weinreben, aus denen schließlich Raki hergestellt wurde. Der ursprüngliche Besitzer wacht in Form eines Steingemäldes über seine Brennerei. Dieser Mann hieß Nikolas Jakovasilis. Er ist 1867 auf Nisiros zur Welt gekommen und hat diese Ländereien für den Weinbau, die Herstellung von Raki und den Anbau von Gemüse genutzt. Vor wenigen Jahren hat sich sein Enkel, Kostas Vlachos, auf Nisiros niedergelassen. Er will das Land wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Viele Nachfahren der dritten Generation wandern aus den USA aus und kommen nach Nisiros. Sie setzen die Häuser ihrer Großeltern und Urgroßeltern instand. Sie kümmern sich um das Land und investieren eine Menge Geld. Sie lieben diese Insel. Wenn man sich einmal auf Nisiros eingelassen hat, kommt man nicht mehr davon los. Ich habe meinem Vater damals versprochen, dass ich noch vor dem neuen Jahrtausend zurückkehren werde. Er war überrascht, dass ich das gesagt habe. Das war 1994. Ein Jahr später ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Aber ich wollte mein Versprechen halten. Also bin ich am 2. Juli 1999 mit meiner Familie nach Nisiros ausgewandert. Alle vier Geschwister sind in diesem Raum zur Welt gekommen. Die engen Gassen von Nikia sind heute wieder voller Leben, dank ehemaliger Auswanderer, die New York den Rücken gekehrt haben. Eine Zeit lang gab es hier sogar einen aus New York stammenden Gemeindepfarrer. Von diesen Häusern aus hat man einen traumhaften Blick über die Caldera, das Herzstück dieses irdischen Paradieses. Die Aussicht auf die Caldera ist wirklich fantastisch. Die heißen Winde, die aus der Caldera nach oben steigen, und der atemberaubende Blick über das Meer und den Vulkan sorgen dafür, dass viele Nisirer, die im Ausland studiert und gearbeitet haben, wieder in ihre Heimat zurückkehren. Michaeli Zahariadis kann sich noch genau an den Tag erinnern, als er mit 13 Jahren die Insel verließ. Wir sind nach Athen gefahren und haben uns dort ein paar Wochen aufgehalten, um ärztliche Untersuchungen durchführen zu lassen und alles mit der Botschaft abzuklären. Dann sind wir nach New York geflogen. Meine Mutter, mein Bruder und ich sind am 22. Januar 1970 dort gelandet. Damals lag dort unglaublich viel Schnee. So viel Schnee hatte ich noch nie gesehen. 1963 hatte es auf Nisiros ein wenig geschneit, aber das war kein Vergleich zu dem, was ich bei unserer Ankunft in New York gesehen habe. Als wir bei meinem Onkel und meiner Tante angekommen sind, hat sie mir eine Schaufel in die Hand gedrückt und gesagt: Willkommen in New York. Die letzten Eruptionen des Vulkans haben größtenteils nur Schlamm zutage gefördert. Diese beiden Krater sind bereits in den 1880er Jahren entstanden. Aber der Vulkan ist nach wie vor aktiv und die Erde zittert so gut wie jeden Tag. 1996 hatten wir hier ein Erdbeben der Stärke 5,6. Die Häuser haben extrem gewackelt. Aber die Gebäude auf Nisiros haben sehr dicke Steinwände, die äußerst flexibel sind. Also ist nichts passiert. Ich wollte aufstehen und zu meinem Sohn gehen. Aber ich habe es nicht aus dem Bett geschafft. Man konnte hören, dass es zu Bergstürzen kam. Als ich kurz danach hierher kam, war hier alles voller Staubwolken. Wie jeder Nisirer liebt auch Michaeli den Vulkan, obwohl er auch eine große Bedrohung darstellt. Zwischen 1996 und 1998 kam es zu 1600 Erdbeben. Jedem, der hier lebt, ist stets bewusst, dass er sich auf einem Vulkan befindet.
Ich habe absolut keine Angst, nein. Wenn es soweit ist, dann soll es auch so sein. Aber niemand hier glaubt, dass das passieren wird. Nicht, solange wir leben. Nisiros ist gesegnet mit kristallklarem Wasser, heilenden Quellen und erholsamer Ruhe. Die Insel gerät oft in Vergessenheit. Aber einige kühne Touristen und die Männer und Frauen, die hier ihre Wurzeln haben, wissen, was für ein Paradies dieser magische Ort ist. Mehr als 100 Vulkane zeugen von der epischen Kollision der Elemente, die Höhlen formte, Tunnel schlug und die schonungslos karge Landschaft von Lanzarote mit weiten Lavafeldern und Dünen überzog. Die östlichste der Kanarischen Inseln ist eine unwirtliche und dennoch reiche vulkanische Oase. Hier hat Mutter Natur mit Lava und Seewasser eine beeindruckende Vielfalt von Farbschattierungen gezeichnet. Ein weißer Vulkan ragt hinter der kleinen Kirche von Mancha Blanca empor. Er wirkt so beschützend wie bedrohlich und repräsentiert den stetigen Überlebenskampf der Inselbewohner gegen den Zorn der Natur. Über 100 Vulkane bedecken Lanzarote, das wieder und wieder von Lavaströmen zerstört wurde. Seine Bewohner haben die tödliche Bedrohung in eine bemerkenswerte Ressource verwandelt. Sie leben inmitten der Vulkane und haben Wege gefunden, von ihnen zu profitieren. 1730 erlebte die Insel eine Serie von verheerenden Vulkanausbrüchen, die sich über 6 Jahre hinzogen. Letztendlich hatte die Naturkatastrophe aber sehr positive Auswirkungen. Zum Beispiel hat man die Vorteile der Vulkanerde im landwirtschaftlichen Bereich entdeckt und sie sich zunutze gemacht. Die Rebenzüchtung auf Lanzarote ist weltweit einzigartig. Diese Insel ist pures Lebensgefühl. Wenn du niedergeschlagen bist, gibt es kein besseres Mittel, als auf einen der Vulkanberge zu steigen. Da oben kannst du deine Gedanken ordnen und wieder in Einklang mit dir selbst, mit der Natur und der Umgebung kommen. Die raue Schönheit von Lanzarote ist von faszinierender Vielfältigkeit. Am Fuße des Vulkankegels Monte Corona erstrecken sich weiße Sanddünen. Während der Nationalpark Timanfaya mit schwarzen Lavafeldern beeindruckt, deren Vulkangestein im Licht der untergehenden Sonne violett schimmert. Im Nordwesten der Insel befindet sich der halbversunkene Vulkankegel El Golfo, der im Laufe der Zeit vom Meer stark erodiert wurde. Zurück blieb eine mit Furchen durchzogene Kraterwand, die mit roten und rotbraunen Nuancen besticht. Am Fuße des Kraters befindet sich der Lago Verde, eine halbmondförmige grüne Lagune voller vulkanischer Mineralien und Mikroorganismen. Ein Strand aus schwarzem Vulkangestein trennt die grüne Lagune vom blauen Wasser des Atlantischen Ozeans. Hier haben einige Fischer ihre Boote an Land gezogen. Ganz in der Nähe peitscht die aquamarinblaue See gegen die Klippen von Los Hervideros. Hier trafen einst die heißen Lavaströme auf den Atlantik. Die explosive Kollision formte ein Labyrinth aus Höhlen und Tunneln, die den Ozean scheinbar zum Sprudeln bringen. Lanzarote liegt nur 125 Kilometer vor der afrikanischen Sahara-Küste. Dennoch gehört es zu Spanien. Es ist die östlichste der Kanarischen Inseln, die alle vulkanischen Ursprungs sind, sich aber sehr voneinander unterscheiden. Dabei ist aber wohl keine von ihnen so vielfältig wie Lanzarote, dessen Landschaft sich mit jedem Kilometer verändert.
Die Kanarischen Inseln erhoben sich entlang einer Bruchlinie aus dem Meer, welche durch das Auseinanderdriften der afrikanischen und der amerikanischen Platte verursacht wurde. Der Riss begünstigte den Aufstieg von Magma aus der Lithosphäre. Diese Inseln wurden über Millionen von Jahren durch Vulkanausbrüche geformt und sie werden es bis heute. 2011 erlebte die Insel El Hierro eine submarine Eruption, die sich über mehrere Monate hinzog. Selbst die sanftmütig wirkenden Vulkane von Lanzarote sind noch aktiv. Der Nationalpark Timanfaya, die Jameos del Agua, die Cueva de los Verdes und das Mirador del Rio. Sie alle zeugen von dem Zusammenspiel zwischen der Natur und den Menschen. Denn wir haben diese vulkanischen Landschaften kunstvoll genutzt, weshalb unsere Insel jedes Jahr über 2,5 Millionen Besucher anzieht. Der Nationalpark Timanfaya bildet das Herz des vulkanischen Lebens der Insel. Hier ist der Boden schwarz und rot. Seltene Pflanzen leben zusammengekauert unter dem zerklüfteten Vulkangestein. Die gleißende afrikanische Sonne und der unaufhörliche Wind machen diesen Ort besonders unwirtlich. Nichtsdestotrotz haben die Inselbewohner diese Einöde in eine Sehenswürdigkeit verwandelt. Hier können Touristen die Strände genießen, auf Kamelen reiten, surfen und die beliebten Vulkantouren unternehmen, bei denen mit künstlichen Geysiren die Hitze des Magmas im Inneren des Vulkans demonstriert wird. Die Wärter des Nationalparks gießen Wasser in Stahlrohre, die tief ins Innere führen, um für die begeisterten Zuschauer eine Fontäne hervorzurufen. Der Vulkan grillt auch Fleisch und Fisch für das Avantgarde-Restaurant El Diabolo, entworfen von dem einheimischen Architekten und Umweltschützer César Manrique. Manrique kämpfte gegen den Widerstand einheimischer Unternehmen dafür, die Insel vor dem Massentourismus zu schützen und die renommierte UNESCO-Ernennung zum Biosphärenreservat zu erhalten. Lanzarote wurde schließlich 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt. Diesen Titel verleiht die UNESCO Orten auf dieser Welt, die sich für den Schutz ihrer Natur und für nachhaltiges Wachstum einsetzen. In unserem Fall haben wir gezielt ökonomische Aktivitäten entwickelt, die der Natur und der Umwelt Respekt zollen. Für den UNESCO-Titel hat man Beschränkungen im Bauwesen auf sich genommen. Der Großteil der Häuser ist nicht höher als 2 Stockwerke. Und sie haben alle ihren weißen Anstrich bewahrt. Der Bau von 9 Anlagen wurde auf 3 Gebiete der Insel beschränkt. Die Einheimischen sind dankbar, dass Lanzarote seine Lebensqualität bewahrt hat. José de la Rosa und Marco Imbernon sind abenteuerliebende junge Inselbewohner, die nirgendwo anders leben wollten. César Manrique war der Erste, der das Wesen dieser Insel erkannt und darum gekämpft hat, es zu erhalten. Genau, sehen Sie sich zum Beispiel die Häuser an. Sie sind alle weiß mit blauen Fenstern und Türen. Ihr Stil wird respektiert und erhalten, damit es kein, farbliches Chaos gibt. Genau. Die Farben sind einheitlich. Man findet nur weiße Gebäude. Das gehört zu den Bestimmungen, um Lanzarote als Biosphäre zu erhalten. Obwohl es Regulierungen gibt, bedeutet das aber nicht, dass sie in jeder Hinsicht eingehalten werden. Die Leute möchten Geld verdienen. Die Konsumwirtschaft und der Wille zum Wachstum sind nicht aufzuhalten. Das merkt man überall auf der Insel. Dabei vergessen die Leute leider manchmal den Respekt vor der Natur. Anfangs wurden die Einschränkungen, die der UNESCO-Titel mit sich brachte, von der Bevölkerung eher als Bedrohung wahrgenommen. Mit der Zeit hat man aber die großen Vorteile erkannt und eingesehen, dass diejenigen, die sich damals dafür eingesetzt haben, Recht behalten haben. Er ist für uns von großem Nutzen, auch als Werbung. Schließlich ist der Tourismus Lanzarotes wichtigster Wirtschaftszweig und die Besucher schätzen unser umweltfreundliches, nachhaltiges Wachstum. Die raue Schönheit der Insel zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an.
Sie kommen nicht nur wegen der tadellosen Strände und Vulkantouren, sondern auch für unterschiedliche Abenteuersportarten. Denn auch in dieser Hinsicht hat die Insel der 100 Vulkane mittlerweile einen internationalen Ruf. Arrecife ist die Hauptstadt von Lanzarote. In der Hafenstadt befindet sich auch der Sitz der Inselregierung. Von hier aus regelt ihr Präsident Pedro Sanchez Gutierrez die Angelegenheiten der Insel. Wir haben 150.000 Einwohner, zu denen auch die Bewohner der kleinen Insel La Graciosa gehören, die Teil des nördlich gelegenen Chinijo-Archipels ist. 50% der erwerbstätigen Bevölkerung leben direkt vom Tourismus. Deshalb rufen wir Initiativen ins Leben, die dafür sorgen sollen, dass die primären Sektoren nicht verschwinden, da sie für die Kultivierung der landwirtschaftlichen Gegenden von Bedeutung sind. Zu diesen Sektoren gehört auch der Fischfang, der in der Vergangenheit sehr wichtig war. Arrecife ist eine Kleinstadt mit Geschäften und Hotels für Touristen, die gemäß Lanzarotes Biosphärenrichtlinien gestaltet wurden. Die Uferpromenade und der Gezeitenhafen sind ideale Orte, um Freunde zu treffen. José und Marco leben für den Ozean. Tatsächlich hängt ihr Herz an der anderen Seite der Insel, am La Caleta del Famara. Der Strand ist ein weltbekannter Surfspot. Wir surfen hier an Küsten, die vor Tausenden von Jahren von Vulkanen geschaffen wurden. Und diese Küsten kreieren heute unsere Wellen. Vor allem verdanken wir unsere Wellen dem Lavafluss, der sich damals zu einem Dreieck ins Meer erstreckte. Diese Form kreiert heute unsere fantastischen Wellen, die Weltklasse sind und international einen Top-Ruf haben. José ist Bodyboarder, Marco hingegen ein Big Wave Surfer und Freediver. Es gibt zwei Arten von Wellen. Die einen sind zum Lernen, die anderen für Profis. Und auf die ist mein Kumpel Marco spezialisiert. Aber er kann Ihnen mehr über die großen Wellen hier erzählen. Nun, wie ich sagte, die Insel hat eine riesige Bandbreite von Wellen. Das lockt auch die Touristen hierher. Die Clips auf Josés Webseite zeigen, dass Lanzarote tatsächlich beeindruckende Wellen zu bieten hat. Was überrascht, da die Insel eher für ihren geruhsamen Strandtourismus bekannt ist. In Caleta de Famara treffen sich junge Surfer und Taucher, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Hier weht jeden Tag ein starker Wind. Tief ziehen die Wolken über die Klippen jenseits der Bucht. Auf dem 2 Kilometer langen Strand darunter bereiten sich die Surfer darauf vor, den Nachmittag draußen auf den Wellen zu verbringen. Wir sind wie eine Familie. Lanzarote ist sehr klein. Es gibt nur wenige, die wie ich unentwegt auf dem Brett stehen. Wir kennen uns sehr gut, weil wir alle die gleiche Leidenschaft teilen und fast jeden Tag draußen sind. Wir sind wie eine Familie. Es verbindet, draußen zu sein, das Abenteuer zu suchen und gemeinsam auf die anderen Inseln zu fahren, etwa nach Graciosa. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Spots, um die besten Wellen zu finden, die es gibt. Lanzarote ist unter Surfern für seine erstklassigen Wellen bekannt. Bodyboarder und Surfer paddeln täglich raus in der Hoffnung, die perfekte Welle zu kriegen. Was das Surfen hier so besonders macht, ist diese spezielle Mischung aus Atlantikwellen und Winden, die auf die Aufschlüsse von Vulkangestein treffen. Die Wellen werden vom Wind geformt und vom Druck im Atlantik. Der Ozean hat seine ganz eigene Kraft. Er rollt auf die Küste zu und trifft auf dieses Riff, das nichts anderes ist als abgelagerte Vulkanlava. Und in diesem Moment formt sich diese Welle. Sie ist ein Geschenk, das der Vulkan hinterlassen hat und das wir ausschöpfen dürfen.
Von Femara aus verlässt die Straße die Ebene. Sie windet und schlängelt sich immer weiter in die Höhe. Der Wind weht hier so stark, dass sich die Windräder unentwegt drehen. Dramatische Wolken ziehen vom Ozean in Josés Heimatdorf Jairia. Es liegt im Schatten des Vulkans Monte Corona. Vor 4000 Jahren schuf sein Ausbruch das Lavafeld Mai Pais de la Corona, eine öde Landschaft, die sich zur nordöstlichen Küste hinabzieht, um dort auf die türkisfarbene und dunkelblaue See zu treffen. Bei dem Ausbruch entstanden allerdings auch zwei der größten Sehenswürdigkeiten der Insel, die Cueva de los Verdes und die Jameos del Agua. Die Jameos del Agua ist eine atemberaubende, teilweise eingestürzte Lavaröhre, die beim Ausbruch des Monte Corona entstanden ist. Mit 6 Kilometern Länge ist sie eine der längsten Lavaröhren der Welt. Hier hat César Manrique 1966 den Grundstein seines künstlerischen Werks gelegt, indem er einen Ort schuf, der Natur und Kunst in Harmonie vereint. Unter dem kathedralenartigen Gewölbe liegt ein stiller See, der durch das Wasser gespeist wird, das durch das Gestein sickert. In der Stille der dunklen Höhle fällt ein Strahl der Nachmittagssonne durch eine Öffnung im oberen Teil des Gewölbes. Er bietet einen flüchtigen Einblick in die Tiefen des klaren Wassers, wo er hunderte von weißen Flecken offenbart. Es handelt sich um Albinokrebse, die sonst nur in ozeanischen Tiefen von über 2000 Metern vorkommen. Der kleine blinde Krebs ist heute das Maskottchen von Lanzarote. An den seichten Stellen sieht man, wie Gase durch Ritzen im Vulkangestein entweichen und an die Oberfläche steigen. Besucher können in den Winkeln der schwarzen Grotte Speisen und Getränke zu sich nehmen. Oder auch im satten Grün am Eingang der Höhle, wo Feigenbäume, Palmen und Kakteen gedeihen. Wenn sie aus der dunklen Grotte hervortreten, erwartet sie ein weißer Pool, der sich wie ein Teich schlängelt und diese Oase unter der afrikanischen Sonne vervollkommnet. Marco Imbernon erkundet als Apnoe-Taucher die vulkanischen Unterwasserhöhlen der Insel. An der Küste gibt es etliche Buchten, Meeresarme und Zuflüsse, in denen sich die Lavafelder unter Wasser fortsetzen. Besonders spannend sind aber die Unterwasserhöhlen im Inland. Im Nordosten der Insel hat der Monte Corona bei seinem Ausbruch ein atemberaubendes Labyrinth von Tunneln und Unterwasserseen hinterlassen. Es ist der perfekte Ort zum Apnoe-Tauchen, doch dieser Sport hat seine Risiken. Beim Apnoe-Tauchen hält man den Atem an. Dabei setzt man seinen Körper einer Umgebung aus, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Wenn man sich mit angehaltener Luft tief unter Wasser befindet, in einer für Menschen unwirtlichen Umgebung, gibt es etliche Risiken. Wenn man etwa zu übermütig in eine Lavaröhre reintaucht, kann es passieren, dass man ohnmächtig wird. Nur wenige Kilometer von Jameo del Agua entfernt gelangt man am Fuß des Monte Corona zum Eingang der mysteriösen Cueva de los Siete Lagos, der Höhle der sieben Seen. Es ist eine der am wenigsten erforschten Lavahöhlen der Insel. Sie ist über 800 Meter lang und verläuft im Durchschnitt 9 Meter unter der Erdoberfläche. Sie entstand vor 4000 Jahren, als der rasante Lavastrom auf dem Weg zum Meer außen abkühlte und aushärtete, während die heiße Lava im Inneren weiterfloss und einen Tunnel zurückließ. Im Laufe der Zeit ist die Decke der Höhle durch Erosion teilweise eingestürzt. Marco trägt nur Flipflops. Dennoch hat er einen sicheren Tritt, den er auch braucht, um diese Hindernisse zu überqueren und zu dem geheimen See zu gelangen. Es ist eiskalt, aber ein einzigartiges Erlebnis. Marco
Marco taucht mit einem Neoprenanzug in das eisige Wasser des unterirdischen Sees ab. Um seinen tiefen Grund zu erkunden, hält er einen Felsbrocken, der ihm die nötige Schwere verleiht. Marco hat weder Gewichte noch Flossen dabei. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, Dutzende Meter unter der Erde in einen vollkommen reinen und gänzlich stillen See abzutauchen. Die sieben Seen gehören zum längsten Lavahöhlenlabyrinth auf Lanzarote, dessen Ende die Cueva Atlantica bildet. Zum Schutz ihrer einzigartigen Wasserfauna wurde sie mittlerweile geschlossen. Immer man sich auf Lanzarote befindet, man ist nie weit vom Meer entfernt. In der Nähe der Stadt trägt die Küste die Narben der Moderne. Eine Ölraffinerie und ein E-Werk konkurrieren entlang des Strandes um Platz. Dieses Frachtschiff ist 1981 vor Lanzarote gesunken. Es wurde an die Küste gezogen, um hier vor sich hinzurotten. Heute zieht das rostige Wrack neugierige Taucher an. Einst befanden sich an diesem Küstenabschnitt die Salzbecken von Lanzarotes Sardinenkonservenindustrie. Dann hat ein internationaler Disput die Fischereiflotte dezimiert und den Bedarf nach Salz zur Konservierung der Exportware beseitigt. Lanzarote besaß früher die größte Sardinenfangflotte in Europa. In der Zwischenzeit haben wir eine Küstenfangflotte etabliert, die in seichten Gewässern fischen kann, sowie eine Flotte für den Thunfischfang, die zu den Sahara-Sandbänken und nach Madeira rausfährt. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die Fischerei erhalten sollten. Die Fischereigemeinde ist klein. Dennoch wird ihr Thunfisch in die ganze Welt exportiert, bis nach Japan. Der starke Rückgang der Fischindustrie führte auch zu einem weitgehenden Niedergang der Salzindustrie. Viele der traditionellen Salzbecken mit ihren charakteristischen Windmühlen sind heute zerfallen und nicht mehr in Gebrauch. Auf der anderen Seite der Insel wird aber noch Salz gewonnen, und zwar in der Anlage Salinas de Janubi. Heute ist das Salz größtenteils für den Export bestimmt, sowie für neugierige Touristen, die vorbeischauen. Früher wurde das Meerwasser mit Hilfe von Windmühlen über Kanäle in die Salzbecken befördert. Heute wird das von elektrischen Pumpen erledigt. Das Wasser verdunstet unter der afrikanischen Sonne. Zurück bleibt das gewonnene Salz, welches die Arbeiter zu kegelförmigen Hügeln aufhäufen. Die meisten Fänge der hiesigen Fischer sind für die Restaurants der Insel bestimmt. Lanzarote zieht vermehrt Touristen an, die die natürlichen Qualitäten der Vulkaninsel zu schätzen wissen. Das spiegelt sich auch in der Gastronomie wider. Der kulinarische Tourismus in den Bereichen Feinkost und Wein ist für Lanzarote von großer Bedeutung. Wir haben über die letzten Jahre viel Arbeit in diese Bereiche investiert, damit Ihr Besuch auf unserer Insel auch in kulinarischer Hinsicht ein vielfältiges, erinnerungswürdiges Erlebnis wird. So idyllisch das Inselleben auch scheint, es ist nicht immer einfach, mit den Vulkanen und in einem international anerkannten Biosphärenreservat zu leben. Von 1730 bis 1736 ist der Montañas del Fuego wiederholt ausgebrochen und hat hunderte Quadratkilometer der Insel verwüstet, die damals bereits unter der Herrschaft der Spanier stand und von einer kleinen Schar Bauern bewohnt wurde. Die Lavaströme haben mehrere Dörfer zerstört, bevor sie im Osten kurz vor Tinajo und im Westen vor Yaiza endeten. Hier sieht man noch genau, wo die Lava zum Stillstand kam. Nur wenige Meter vor der Gemeinde Yaiza. Die drei Jahrhunderte alte Mondlandschaft, die den Vulkan umgibt, wird sich erst wieder für den Ackerbau nutzen lassen, wenn das Felsgestein zu Sand erodiert ist. Allerdings bietet die Vulkanasche, die auf die Region herabgeregnet ist, für die Landwirtschaft einen speziellen Vorteil.
Germán López baut in der Vulkanerde preisgekrönte Weine an. Er ist der Inhaber von Bodegas Rubicon, dem ältesten Weingut der Insel. Es liegt im Gebiet La Guerilla, im Südwesten von Lanzarote. Dabei ist das Gebäude noch älter als die Winzerei, die es beherbergt. Das Gut stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ursprünglich war es ein Bauernhof, auf dem Tiere gehalten wurden. Im 18. Jahrhundert wurde es dann umgewandelt. Da die Weiden nach dem Vulkanausbruch von 1770 mit Lavagestein bedeckt waren, wuchs kein Gras mehr, was die Viehhaltung unmöglich machte. Das Haus stammt noch aus den Tagen, in denen die Bauern auf Lanzarote autark von ihrer Vieh- und Ackerwirtschaft lebten. Germán López ist stolz auf das historische Gut, das früher einfachen Bauern gehörte und das er renoviert hat. Ich habe das Weingut um 1980 gekauft. Es gehörte Freunden von mir, aber es war unbewohnt und am Verfallen. Ursprünglich gehörte der ganze La Guerilla-Bezirk zu diesem Weingut. Es gab keine anderen Weingüter. Über die Generationen wurde das Land unter den Erben immer weiter aufgeteilt und es entstanden viele weitere Weingüter. Im 18. Jahrhundert hat es aber nur diesen einen Hof hier gegeben. Germán López Gut repräsentiert die einzigartige Geschichte des Weinbaus auf Lanzarote. Bodegas Rubicon ist das älteste Weingut der Insel. Sein Wein wächst in dieser unverwechselbaren schwarzen Landschaft. Das Gebäude stammt aus den Tagen vor dem historischen Vulkanausbruch, bevor der Weinbau auf Lanzarote einen besonderen Stellenwert bekam. Die vorrangige Rebsorte auf Lanzarote ist der Malvasia. 90% der hier angebauten Weine sind Malvasia. Das war schon immer so, seit den frühesten Tagen. Denn diese Rebsorte gab es hier bereits. Meiner Meinung nach gibt es auf Lanzarote zwei gute Weinsorten: trockener Malvasia und Muscatella. Da es auf der Insel an Holz mangelt, gestaltete sich die Lagerung des Weins kompliziert. Es gab lange kaum Weinfässer, bis der Freundschaftsbund mit Kuba Abhilfe schaffte. Die Schiffe aus Kuba legten im kleinen Hafen von Quemada an, das heute ein unbedeutendes Fischerdorf ist. Das ist eine lange Geschichte. Damals gehörte Kuba den Spaniern. Lanzarote hatte enge Verbindungen zu Kuba. Von hier aus wurden Getreide, Melonen, Zwiebeln und andere Lebensmittel nach Kuba geschickt. Auf ihrem Rückweg brachten die Schiffe Holz mit, denn daran mangelte es auf den Kanaren. Zudem brachten sie große Fässer, genannt Bocoy, die mit Rum gefüllt waren. Die Bewohner der Kanaren haben den Rum getrunken und die großen Fässer zurückbehalten, um darin Wein zu lagern. Der Holzmangel führte dazu, dass ganze Schiffe auf der Insel zerlegt und wiederverwertet wurden. Die Deckenbalken in der alten Weinkälterei tragen noch das Zeugnis ihrer Herkunft. Dieses Holz wurde mit den Schiffen aus Kuba hierher befördert, damit wir es als Baumaterial verwenden können. Sie haben es im 18. oder 19. Jahrhundert gebracht. Man sieht noch den Namen des Herkunftsorts Havanna. Heute produziert Bodegas Rubicon verschiedene Weißweine, die alle auf der Malvasia-Traube basieren. Trocken, halbtrocken und lieblich. Außerdem einen vielfach ausgezeichneten Muscat d'Alexandrie, der zu den Süßweinen zählt, sowie einen Rotwein. Die Weine werden unterschiedlich lang in den Eichenfässern gelagert. Die Weißweine werden nur sehr kurz in diesen Eichenfässern gelagert, 20 Tage bis einen Monat. Danach wird der Wein an einem anderen Ort sehr kühl gelagert, damit er seine frische, lebendige Note behält. Das Weingut besitzt 22 Hektar Land.
Doch nicht alle Anbauflächen liegen in der direkten Umgebung des historischen Guts, das heute modern ausgestattet ist und 10% des Gesamtertrags der Insel produziert. Hier auf Lanzarote können unsere Produktionsmengen mal sehr groß und dann wieder sehr gering ausfallen. Wir sind nun mal von der Natur abhängig. So ist das eben. Wir produzieren im Jahr etwa 500.000 Flaschen. Dabei geht es uns aber immer um Qualität, nicht um Quantität. Zum Beispiel kaufen wir auch Trauben von anderen Winzern ein. Dabei prüfen wir die Weinstöcke und die Trauben vor dem Kauf immer sehr genau. Germán López hat das historische Farmhaus in seinem jahrhundertealten Stil belassen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gut stetig um den Hof herum erweitert, bis es schließlich zu einem der größten Gutshöfe der Insel wurde. Als dies noch ein einfacher Bauernhof war, befand sich hier das rustikale Esszimmer, in dem die Familie das aß, was die Insel zu bieten hatte. Dazu gehörten auch die an den Stränden gesammelten Meeresfrüchte. Ich schätze, dass dieser Raum das Esszimmer der Bauernfamilie war. Dort sieht man die Muschelschalen. Als auf dem Hof noch Tiere gehalten wurden, hat man die Herden manchmal zum Meer geführt. Dort wurden auch die Ziegenkitze geschlachtet. Außerdem konnte man an der Küste etliche Meeresfrüchte finden. Damals lebten nur sehr wenige Einwohner auf Lanzarote und die vielen Meeresfrüchte, die es hier gab, dienten ihnen als Grundnahrungsmittel. Nebenan ist die Küche. Früher war die Zisterne ein sehr wichtiger Raum. Mittlerweile wurde sie in ein Besprechungszimmer umgewandelt. Hier befand sich das Wasserreservoir des Hauses, in dem das Trinkwasser gesammelt wurde. Der Regen, der aufs Dach fiel, wurde durch dieses Rohr hinunter in die Zisterne geleitet. Sie hatten einen viereckigen Krug, mit dem das Wasser abgeschöpft wurde. Ich habe noch so einen aufbewahrt. Vierzig Jahre nach dem Vulkanausbruch machten die Landbesitzer eine außergewöhnliche Entdeckung. Die Vulkanasche eignete sich hervorragend für den Anbau von Pflanzen, da sie die Feuchtigkeit in der Erde hielt. Sie verhinderte, dass das wenige Regenwasser, das auf die Erde fiel, gleich wieder verdunstete. Ackerbau war auf der Vulkanerde also durchaus möglich. In Tinajo, auf der anderen Seite des Lavastroms von 1770, will Marco Invernon beweisen, dass die Biolandwirtschaft auf Lanzarote ein profitables Geschäft darstellen kann. Er will die speziellen Eigenschaften der Erde nutzen. Es ist ein mühevolles Unterfangen. Bis jetzt bringt sein Feld noch keinen Profit ein. Um über die Runden zu kommen, arbeitet er zusätzlich als Wärter im Nationalpark Timanfaya. All diese Pflanzen wachsen mit Hilfe des Regenwassers, das im Oktober und über die Monate danach gefallen ist. Die Feuchtigkeit verdanken wir den klimatischen Auswirkungen des El Niño. Die Vulkanasche wirkt wie eine isolierende Decke. Sie lässt den wenigen Regen schnell zu den Wurzeln gelangen, verhindert aber, dass die Sonne den Boden austrocknet. Dank ihr brauchen diese Pflanzen keine künstliche Bewässerung. Sie sorgt dafür, dass die Erde schön feucht und weich bleibt. Überall auf der Insel speichert die Vulkanasche die geringe Feuchtigkeit aus der Luft und verhindert, dass das wenige Regenwasser gleich wieder verdunstet. Allerdings trägt die Landwirtschaft auf Lanzarote nur einen kleinen Anteil zum Bruttoinlandsprodukt bei. Marcos Feld ist Teil eines größeren EU-Projekts, das zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Anbauweisen ins Leben gerufen wurde. Lanzarote spielt dabei als anerkanntes Biosphärenreservat eine wichtige Rolle. Das Projekt setzt voraus, dass ein weites Terrain bewirtschaftet wird. Marco baut Hirse an, die als Tierfutter verwendet wird, sowie diese wunderschönen Feigenkakteen. Das hier sind Feigenkakteen. Ihre Früchte werden im Sommer reif sein. Hier sieht man die Kaktusfeigen.
Sie sind voller Vitamine, schmecken sehr erfrischend und lassen sich vielseitig einsetzen. Es sind tolle Früchte. Der Feigenkaktus ist eine unglaubliche Pflanze. Er braucht selbst kaum Wasser, bringt aber eine unglaublich saftige Frucht hervor. Marcos wichtigstes Erzeugnis sind jedoch Kürbisse. Er besamt die Pflanzen von Hand, indem er den männlichen Samen in die weibliche Blüte platziert. Der Vorbesitzer hat damit begonnen, die weiblichen und männlichen Blüten miteinander zu paaren. Hier haben wir eine weibliche Blüte, in die eine männliche Blüte eingeführt wird. In der Natur findet die Bestäubung durch Bienen, Fliegen und den Wind statt. Aber indem man es von Hand macht, kann man sicherstellen, dass die Blüte befruchtet wird und einen Kürbis hervorbringt. Marco lebt ein erfülltes Leben jenseits der Hektik der modernen Welt, auf der Suche nach Frieden und Harmonie mit der Natur. Dennoch muss auch er den ökonomischen Realitäten von heute ins Auge blicken. Ich liebe die friedliche Ruhe der Natur. Aus Diskussionen halte ich mich raus. Ich brauche nicht viel. Ich stelle keine Ansprüche. Ich habe ein sehr gutes Gespür für die Dinge, die mich mit Glück erfüllen. Meine Lebensweise ist etwas spiritueller, als man das bei jemandem in meinem Alter erwarten würde. Aber ja, ich finde die Art und Weise, wie die Menschen in der ersten Welt leben, deprimierend. Wie viel bringt ein Kürbis ein? Nun, im Supermarkt werden sie für 1,30, 1,10 oder 1,20 verkauft. Der Kilopreis ändert sich ständig. Der Großhändler kauft sie für 45 Cent ein. Wenn man also nur 1.500 Kilo produziert, hat man praktisch keinen Gewinn. Die Landwirtschaft hat einen sehr geringen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Es sind kaum 5%, eher noch weniger. Dennoch nimmt sie für uns eine wichtige strategische Rolle ein, dadurch sie die Kultivierung der Landschaft aufrechterhalten wird. Da wir ein Biosphärenreservat sind, ist dieser Aspekt für uns als Inselregierung sehr wichtig. Während Marco in Vernon nahe Tinajo noch darum kämpft, den Ackerbau profitabel zu machen, wird auf der anderen Seite des Vulkans im Gebiet von La Guerilla das beliebteste Produkt der Insel angebaut: Wein. Die Arbeit unter der gleißenden Sonne ist aufwendig und anstrengend. Dennoch wird im Weingut Bodegas Rubicon jeder Rebstock einzeln umsorgt. Hier gibt es kein Wasser. Weinreben, die viel Wasser bekommen, sind beständiger gegen die Hitze und haben mehr Saft. Auf unserer trockenen Insel haben die Trauben zwar auch Saft, aber wesentlich weniger. Deshalb brauchen wir knapp 2 Kilo Trauben, um eine Flasche Wein zu produzieren. 1 Kilo Trauben kostet hier 2 Euro. Das bedeutet, dass die Herstellung einer Flasche Wein knapp 4 Euro verschlingt. Dann müssen wir den Wein abfüllen und die Kosten für unseren Laden decken. Deshalb verlangen wir einen relativ hohen Preis, etwa 7 bis 8 Euro die Flasche. Wie auf Marcos Kürbisfeld wird auch hier ausschließlich alles per Hand gemacht. Und manuelle Arbeit ist kostenintensiv. Bevor der Verbrennungsmotor aufkam, wurden Tiere für den Transport eingesetzt. Angesichts der geografischen Nähe zu Afrika ist offensichtlich, welches Tier dafür eingesetzt wurde. Lanzarote liegt nicht nur unweit der Sahara. Es beheimatet auch eine Gemeinde von arabischen Kamelhändlern, genannt Camaleros, die in dem Dorf Uga leben, nahe dem Nationalpark Timanfaya und dem Weinanbaugebiet La Guerilla. Im Kamelgehege werden die Tiere gefüttert und gestriegelt. Hier werden die erwachsenen Tiere von ihren Haltern mit frischem Wasser und Heu versorgt. Die Kamelkälber werden in einem separaten Gehege gehalten, in dem sie auf ihren zukünftigen Beruf vorbereitet werden. Das Tragen von Touristen jeglicher Form und Gestalt über den roten Sand und das Felsgestein des Nationalparks. Jedes Kamel trägt 2 Touristen.
Um die Sattel auf beiden Seiten in Balance zu halten, werden Gewichte angebracht. Die Kamele trotten unter der gleißenden Sonne dahin. Ihre Route kennen sie auswendig. Auf die gleiche Art, wie sie heute Touristen tragen, haben die Kamele vor 200 Jahren die Körbe mit den geernteten Trauben und die Weinfässer geschleppt. Früher wurden die Trauben mit einem Korb geerntet. Heute machen wir das mit Kisten, wir sind ja moderner geworden. Bei der Ernte stellte man den Korb hier hin und warf die Trauben hinein. Dann haben die Kinder die Körbe auf den Rücken genommen und sie zu einem Mann gebracht, der da oben mit einer besonders großen Kiste stand. Ich habe auch eine dieser Kisten aufbewahrt. Die Kiste wurde dann mit Trauben gefüllt und auf das Kamel geladen. Die Traubenernte hat sich über die vergangenen 200 Jahre kaum verändert. Die Trauben werden noch immer von Hand unter der gleißenden Sonne gepflückt. Es kann mehrere Tage dauern, einen einzigen Stock abzuernten. Als ich das Weingut kaufte, sagte man mir, dass sich die Weinernte auf Lanzarote über 40 bis 45 Tage hinziehen könnte, je nach Jahr. Heute werden zwar ein paar Dinge nicht mehr gänzlich von Hand gemacht, doch die Ernte dauert noch immer an die 40 Tage. Das heiße, windige, trockene Klima lässt Qualitätsweine heranreifen. Allerdings müssen die Reben einzeln in Mulden angepflanzt werden. Dementsprechend sind die Ertragsmengen gering und die Preise hoch. Die letzte Phase ist die heikelste. Die Sonne brennt heiß vom Himmel, doch sie ist nicht das eigentliche Problem. Gefährlich ist der heiße Wind, der aus Afrika herüberweht. Er kann die Trauben im letzten Stadium ihrer Reife komplett zerstören. Wenn sie in dieser Zeit austrocknen, gibt es nichts mehr zu ernten. Lanzarote ist die Heimat von 100 Vulkanen und von seltenen Weinen, die vor 200 Jahren hierher gebracht wurden, als die Landschaft nach der Naturkatastrophe geschwärzt, vernarbt und doch beeindruckend widerstandsfähig zurückgeblieben war. Die Landschaft des Weinanbaugebiets La Guerrilla ist einzigartig in der Welt. Dank der Asche wird die Feuchtigkeit im Boden gehalten. Lanzarote war schon immer ein wichtiges Anbaugebiet für Wein. Selbst Shakespeare hat es in seinen Schriften erwähnt. Heute ist La Guerrilla das größte Weinanbaugebiet der Kanarischen Inseln. Trotz ihrer schwarzen Erscheinung verfügt die Insel über bemerkenswert fruchtbare Böden. Um an sie zu gelangen, graben die Weinbauern trichterförmige Vertiefungen in die Lapilli-Schicht aus Vulkanasche und Gestein. In jede Mulde wird eine einzelne Pflanze gesetzt. Diese traditionelle Anbauweise ist typisch für die Region. Die Malvasia-Reben sind sehr delikat und recht klein. Aber es geht ihnen in diesen Mulden fantastisch. Sie gedeihen prächtig und werden richtig groß. Sie sind sehr geeignet für diese Böden. Diese Rebe bleibt am liebsten dicht am Boden, während die anderen höher wachsen. Diese wächst und wächst, aber sie bleibt niedrig. Ein Rebstock kann bis zu 40 Kilo Weintrauben hervorbringen. Je älter der Weinstock, desto mehr trägt er. Dieser Rebstock ist 200 bis 300 Jahre alt. Er stammt noch aus den ersten Tagen des Weinanbaus. Und der begann hier vor 300 Jahren. Ein Rebstock dieser Art kann im Jahr 40 Kilo Trauben hervorbringen und mehr. Ich habe da hinten weitere Malvasia-Rebstöcke, die über 100 Kilo hervorbringen. Dann werden die Weine nacheinander geöffnet und gekostet. Der Stolz des Weinguts wird am Ende der Weinprobe kredenzt. Der Muscatella-Dessertwein aus der Traube Muscat d'Alexandrie. Er hat in Belgien und Frankreich Preise gewonnen und wird von den führenden Weinmagazinen empfohlen. Doch trotz seines Erfolgs muss uns Germán López ein Geheimnis beichten. Ich stamme aus einer Bäckerfamilie.
Wir haben eine Brotfabrik in Arrecife, der Hauptstadt von Lanzarote. Ursprünglich wollte ich Wein nur zum Hobby anbauen. Deshalb kaufte ich dieses Weingut. Dann wurde aus dem Hobby ein zweites Unternehmen. Germán López Weine verkaufen sich nicht nur erfolgreich in Spanien und Europa, sondern auch in den USA und in Japan. Sie ziehen ein zunehmend anspruchsvolles Klientel an, wie Lanzarote selbst, das Besucher aus aller Welt anlockt. Sie spüren wie Marco und José die verjüngende Kraft, welche die Insel der 100 Vulkane ausstrahlt.